Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weitere energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung auf Bundestagsdrucksache 19-8657 sowie der Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 20-25593. Ich begrüße im Einzelnen die Damen und Herren Sachverständigen, die uns heute im Ausschuss mit ihrem Sachverstand, aber auch mit ihren Stellungnahmen im Vorfeld zur Verfügung stehen. Und im Einzelnen sind das Dr. Guido Erhardt vom Fachverband Biogas e.V., Carsten König vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V., Professor Dr. Thorsten Müller von der Stiftung Umwelt-Energierecht, digital zugeschaltet, Asma Ramoy-Clacon vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Sandra Rostock vom Hauptstadtbüro Bioenergie, Wolfgang Sahm vom Zentralen Immobilienausschuss e.V., Felix Schmidt vom WWF Deutschland, Philipp Schröder von 1,5 Grad GmbH, Bernhard Strohmeier vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. und Dr. Christine Wilken von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Auch Frau Wilken ist digital zugeschaltet. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Schön, dass Sie es möglich gemacht haben. Ich begrüße weiterhin alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie der mitberatenden Ausschüsse. Für die Bundesregierung begrüße ich den parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner sowie Fachbeamtinnen und Beamte des BMWK, die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und nicht zuletzt die Gäste, die der Anhörung hier im Saal und live über das Internet oder im Parlamentsfernsehen folgen. Zum Ablauf der heutigen Sitzung, Anhörung, darf ich folgende Erläuterung geben. Zunächst erhalten Sie als die Sachverständigen die Gelegenheit für ein Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten. Ihre verbleibende Redezeit sehen Sie hier auf den Bildschirm. Anschließend folgen dann die Fragerunden. Um dies in der uns zur Verfügung stehenden Zeit von insgesamt 2 Stunden durchführen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass sich sowohl die fragenden Abgeordneten, also meine Kollegen und Kolleginnen, als auch die Sachverständigen möglichst kurz fassen. Die Fraktionen sind daher übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von insgesamt 4 Minuten in der ersten Runde und 3 Minuten in den folgenden Runden unbedingt eingehalten werden müssen. Es gilt also der Grundsatz, je kürzer die Frage, umso mehr Zeit steht für Ihre Antwort zur Verfügung. Meine weitere Bitte an die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen, das kennen Sie alle, bitte nennen Sie stets zu Beginn Ihrer Frage den Namen der oder des Sachverständigen, an die oder den sich die Frage richtet. Das ist auch für Sie dann ja viel leichter. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausschussdrucksachen verteilt worden und stehen online allen Interessierten zur Verfügung. Über diese Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zur Erleichterung derjenigen, die das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Wortmeldung von mir noch einmal namentlich aufgerufen. Also wundern Sie sich nicht, es ist einfach günstiger. Zunächst gebe ich also den Sachverständigen das Wort für eine Einführung von jeweils 3 Minuten. Und wir beginnen mit Dr. Guido Erhardt vom Fachverband Biogas e.V. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen. Wie der Name des Gesetzespakets schon sagt, wollte die Bundesregierung hier eigentlich nur die Rahmenbedingungen für die Solarenergie verbessern und nicht für andere erneuerbare Technologien. Und wie der Änderungsantrag zeigt, sehen die Regierungsfraktionen das ja anders. Mit dem Änderungsantrag gibt es mehrere wichtige Verbesserungen, insbesondere für Biogas und Biomethan, was wir sehr begrüßen. Hier gibt es Änderungen, auf die wir teilweise schon seit 10 Jahren gewartet haben. Ich möchte noch mal 3 Dinge besonders hervorheben. Das eine ist, dass im Antrag die Südquoten sowohl in der Biomasse als auch in den Biomethanausschreibungen ausgesetzt werden. Durch die bisherigen Quoten wurden alle Standorte, die nicht in Baden-Württemberg oder Bayern liegen, ganz oder teilweise vom Ausschreibungsverfahren
ausgeschlossen. Die Aussetzung der Südquoten ist also ein richtiger Schritt hin zu mehr Wettbewerbsgleichheit zwischen den Standorten und damit auch zu mehr Kosteneffizienz. Darüber hinaus sollen nicht genutzte Biomethan-Ausschreibungsvolumina in die Biomasse-Ausschreibung übertragen werden. Die Regelung kann zumindest in 2025 das Problem der zu geringen Ausschreibungsvolumina etwas abpuffern. Und schließlich sollen einige technische Anforderungen aus dem EEG gestrichen werden. Damit wird das Fachrecht der zentrale Regelungsort für technische Fragen, nicht das EEG. Das ist ein richtiger Schritt, weil das Fachrecht einfach sehr flexibler ist und praxisnäher ist als das EEG, was ja sehr starre Rahmenbedingungen setzt. Insgesamt gibt es hier Entlastung für Biogasanlagen, insbesondere wenn sie mehr Gülle und Mist einsetzen, und kann technologische Innovationen ermöglichen, die dann auch wieder kostensenkend wirken. Also trotz all der Verbesserungen müssen wir aber sagen, dass das Solarpaket nur ein erster Schritt gewesen sein kann für die Bioenergie. In Deutschland gibt es insgesamt 10.000 Biogasanlagen, die als Flexibilitätsoption zur Verfügung stehen, Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten können im Stromsektor, wenn Wind- und Solarenergie gerade nicht so viel Strom liefern, die aber auch gesicherte Leistung bereitstellen und Wärme in den Wintermonaten und insbesondere für lokale Wärmenutzungskonzepte. Das erleichtert sehr gerade ländlichen Kommunen, die mit ihren Nahwärmenetzen die Vorgaben nach dem Gebäudeenergiegesetz oder dem Wärmeplanungsgesetz erfüllen müssen. Wir müssen allerdings leider sagen, dass wir nicht den Eindruck haben, dass die Chancen des Anlagenbestandes gehoben werden können, auch mit den Verbesserungen im Solarpaket nicht. Für tausende Biogasanlagen endet in den nächsten Jahren der EEG-Vergütungszeitraum. Und für sehr viele gibt es keine echte Perspektive, wie es dann weitergeht. Ohne eine Anschlussperspektive werden die Anlagen aber stillgelegt und nicht investieren in Wärmenetze, in Flexibilisierung und andere zukunftsfähige Anlagenkonzepte. Es gibt zwar eine Anschlussregelung im EEG, aber das Ausschreibungsvolumen ist einfach viel zu gering. Um das mal zu erläutern, wir hatten Ende letzten Jahres eine dreifach überzeichnete Ausschreibung und 93% der Gebote kamen von Bestandsanlagen. Also das Volumen, das der Bedarf des Volumens ist also viel zu gering. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn das Volumen aufgestockt wird und die Flexibilisierung gestärkt wird. Aber dazu komme ich gleich vielleicht noch. Dankeschön. Genau, vielen Dank, Herr Erhardt. Ich gebe das Wort an Carsten König vom Bundesverband Solarwirtschaft. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordneten, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Als Interessenvertretung der Solartechnik- und Solarspeicherbranche mit ihren über 100.000 Beschäftigten in Deutschland begrüßt der Bundesverband Solarwirtschaft, dass sich die Ampelkoalition nunmehr auf ein ganzes Bündel von Reformmaßnahmen hat einigen können. Das Reformpaket enthält eine Vielzahl an Maßnahmen, die den weiteren Ausbau der Photovoltaik- und Solarstromspeicher vereinfachen und beschleunigen werden. Ich will ein paar Beispiele nennen. Mit dem Solarpaket kann die Energiewende nun endlich auch in den Städten bei den Mieterinnen und Wohnungseigentümerinnen ankommen. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wird dafür einen kraftvollen Impuls nach unserer Einschätzung leisten. Im Gewerbedachsegment werden die Ausschreibungsmengen und die Vergütungssätze angehoben. Es ist zu erwarten, dass damit die gewaltigen brachliegenden Solarpotenziale in Ballungsräumen und Gewerbegebieten stärker genutzt werden können. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um im Energiesektor auch künftig die Klimaziele erreichen zu können. Die Netzanschlussprozesse werden teils bürokratisch entschlackt und dadurch beschleunigt. Die Förderfähigkeit von Solarparks wird weniger stark gedeckelt, ihr Zubau zu ertragsschwachen Standorten erleichtert. Ein passgenauer Förderrahmen für besondere Solaranlagen wie Agri- und Parkplatz-PV wird eingeführt, um den Durchbruch und die Skalierung auch dieser besonders flächeneffizienten Maßnahmen, Marktsegmente zu ermöglichen. Der rechtliche Rahmen für Solarstromspeicher wird so verändert, dass Speicher von nun an auch besser ihre vielfältigen Stärken zur System- und Netzstabilisierung ausspielen können. Auch das ein positiver Fortschritt. Wir begrüßen ausdrücklich, dass durch eine Vielzahl weiterer kleinteiliger Änderungen zum Bürokratieabbau große Beschleunigungspotenziale für die Energiewende gehoben werden. Doch drei Schritte vor heißt beim Solarpaket leider auch einen Schritt zumindest zurück. Nicht nachvollziehbar ist aus Sicht der Solarbranche die geplante Absenkung der Ausschreibungsgrenze für Solarstromanlagen auf Gebäuden auf 0,75 Megawatt, nachdem diese vom Bundestag ja erst im letzten Jahr zu Recht auf 1 Megawatt angehoben wurde. Mit der Beschränkung des Wegenutzungsrechts auf Flächen in öffentlicher Hand verpasst es der Änderungsantrag in unseren Augen leider einen wesentlichen Hebel, den es da gegeben hätte, zur Beschleunigung von Solarparkplanungen zu nutzen. Und mit besonderer Enttäuschung blickt die Solarbranche
insbesondere darauf, dass eine Verständigung in der Koalition auf industriepolitische Impulse wie Resilienzboni innerhalb des Reformpakets nicht erzielt werden konnte. Im harten Standortwettbewerb mit Asien und den USA um die Solarfabriken der Zukunft ist damit die vielleicht letzte Chance für eine Renaissance der Solarindustrie in Deutschland und für mehr Sicherheit bei der Versorgung mit solartechnischen Schlüsselkomponenten verspielt worden. Aber unterm Strich enthält das Solarpaket in unseren Augen mehr Licht als Schatten und es dürfte entscheidend dazu beitragen, die Photovoltaik-Ausbauziele auch in den kommenden Jahren zu erreichen. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch und ich rufe jetzt auf Professor Dr. Thorsten Müller. Herr Müller, Sie sind digital zugeschaltet. Wir können es ja probieren. Können Sie uns gut verstehen? Ich verstehe Sie wunderbar. Ich hoffe, Sie können mich auch hören. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, dass ich heute nicht in Berlin sein kann. Das war so kurzfristig leider nicht anders möglich. Wir haben über dieses Gesetz ja schon einmal in einer Anhörung diskutiert. Sie haben uns befragt und es haben sich viele Dinge verändert und viele Dinge zum Besseren. Einzelne sind aber auch hinter dem Entwurf zurückgeblieben. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich noch nicht alle Dinge verstanden habe. Das, was ich Ihnen schilder, ist der Stand der Dinge. Es sind viele interessante Regelungen drin. Zum Beispiel ist uns gerade aufgefallen, dass Sie bei der Verlängerung der Realisierungsfrist für die Biomethananlagen nach § 39j Absatz 3 das gemacht haben, was Sie noch in der letzten Novelle für die Windenergie nicht getan haben, nämlich einen Gleichlauf mit den Realisierungsfristen, mit den Fristen für den Beginn der Förderung. Das ist eine interessante Veränderung, die ist grundsätzlich positiv, weil sie ja das anerkennt, was in der Regelung drinsteckt. Es gibt Probleme mit der Realisierungsfrist, wie sie ursprünglich mal war. Und vielleicht sollte man das zum Anlass nehmen, das durchgehend zu verändern. Ich möchte drei Punkte herausgreifen. Das eine ist die Gewichtungsregeln zugunsten erneuerbarer Energien. Das ist an 6 Stellen in diesem Gesetzentwurf an die neue europäische Rechtslage angepasst worden. Dort ist jeweils die öffentliche Gesundheit noch als weiterer Gewichtungsbelang hinzugekommen. Das ist zu begrüßen. Man hätte diese Novelle an all den einschlägigen Regeln aber auch dazu nutzen können, tatsächlich einen Gleichlauf der Regeln herzustellen, was leider nicht der Fall ist. Und damit haben wir weiter Ungewichte in der Interpretation dieser Regeln, die vielleicht vermeidbar wären. Das Zweite, was ich Ihnen herausstellen möchte, ist der Mischbetrieb der Batteriespeicher, der jetzt ja eingeführt werden soll, aber der zunächst ein Wechselbetrieb bleibt, nur dass die Frequenzen der Wechselmöglichkeiten sich verändern. Hier haben Sie sich dafür entschieden, einen eher sehr detaillierten Entwurf zu nehmen und von Pauschalisierungen eher abzusehen, die es vielleicht erleichtern würden, das Modell zu vereinfachen. Weiter möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie hier einen Teil der erneuerbaren Richtlinie umsetzen im Hinblick auf die Beschleunigungsgebiete. Das Ganze ist fristgebunden, wie Sie wissen. Dieses Gesetzgebungsverfahren muss also insoweit durch Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt spätestens am 21. Mai, dem Dienstag nach Pfingsten, abgeschlossen sein. Eine gewisse Zeitnot ist da. Und anknüpfend an das, was Carsten Körnig gerade gesagt hat, der NZIA soll jetzt ja die Lösung für die Solarindustrie sein. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es dafür einen Durchführungsrechtsakt geben wird. Und man sollte den nutzen, um gegebenenfalls die Spielräume des deutschen Gesetzgebers zu erweitern. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und rufe auf Frau Ramayi-Clacon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass der BDEW die Gelegenheit bekommt, sich zu diesem wichtigen Gesetz zu äußern. Es beschleunigt die Energiewende wirkungsvoll und ist aktiver Klimaschutz. Wir begrüßen, dass mehrere von unseren Forderungen im Gesetzestext Eingang gefunden haben, wie zum Beispiel generelle Öffnung von benachteiligten Gebieten auf Bundesebene, aber auch die Flexibilisierung bei der Direktvermarktung. Vorneweg ist es enorm wichtig, dass das Gesamtgesetzgebungsverfahren zur Anerkennung bestehender Windenergiegebiete als Beschleunigungsgebiete jetzt sehr rasch zu Ende gebracht wird. Denn für die im Gesetz enthaltenen Erklärung der Windenergiebestandsgebieten zu Beschleunigungsgebieten gilt eine harte Ausschlussfrist bis zum 21. Mai.
Damit die knappe Frist eingehalten werden kann, müsste das Gesetz noch am 26. April den Bundesrat passieren. Das ist enorm wichtig, denn diese Umwandlung der Bestandsgebiete gehört zu den mächtigsten Instrumenten für die Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie an Land in dieser Legislaturperiode. Zu den Beschleunigungsinstrumenten gehörte auch die geplante Duldungspflicht. Der BDEW bedauert, dass die Duldungspflicht nicht mehr auf alle Flächen, wie ursprünglich geplant, sondern lediglich auf Flächen der öffentlichen Hand greift. Eine solche Begrenzung konterkariert die Beschleunigungswirkung, da die meisten Flächen private Flächen sind. Der BDEW begrüßt die Wiederanhebung der maximalen Anlagengröße auf 50 Megawatt anstelle des geplanten Rückfalls auf 20 Megawatt ab dem Jahr 2024. Als Kompromiss schlägt aber der BDEW eine Wiederanhebung auf 80 MW vor. Damit können ineffiziente Anlagengröße vermieden werden. Als letzter Punkt wird die Notwendigkeit steuerlicher Änderungen bei den Flächen für erneuerbare Energien gesetzt. Der BDEW setzt sich für die Zuordnung von PV-Freiflächenanlagen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen in Grundsteuer A analog zu Windenergieanlagen an Land. Diese Aspekte sollten im Rahmen des zweiten Solarpaketes nachgebessert werden. Sehr vielen Dank. Ich erteile das Wort Sandra Rostock vom Hauptstadtbüro Bioenergie. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich kann allem, was Guido Erhardt gesagt hat, vollumfänglich zustimmen und möchte da mein Statement jetzt dazu verwenden, den Finger noch mal etwas in die Wunde zu legen. Nahezu alle im Solarpaket aller Voraussicht nach erreichten Verbesserungen, und an der Stelle auch herzlichen Dank dafür, werden in ihrer Wirkung leider sehr begrenzt bleiben, solange weiterhin der Rückbau der Biogasanlagen in Deutschland auf vollen Touren ungehemmt weitergeht. Es ist nun einmal so, dass alles mit der Höhe des ausgeschriebenen Volumens im EEG steht oder fällt. Gucken wir doch noch mal die Ergebnisse vom Dezember 2023 an, die letzte Ausschreibungsrunde. Knapp 300 MW wurden ausgeschrieben, 900 Gebote wurden eingereicht mit 910 MW Gesamtleistung. Nahezu alle von Bestandsanlagen. Zwei Drittel wurden nicht bezuschlagt. Über 600 Anlagen mit einer Leistung von auch über 600 MW hätten also gerne weiterhin klimafreundlichen Strom und Wärme produziert, aber sie erhalten dazu nicht die Chance. Wer keine Anschlussförderung hat, dem nützen auch die im Solarpaket erreichten Verbesserungen nicht, denn ohne Anschlussperspektive muss die Anlage einfach stilllegen. In den kommenden Jahren wird dies noch schlimmer werden. Immer mehr Bestandsanlagen bieten dann auf immer ein geringer werdendes Volumen. Der neue Mechanismus, der nun eingeführt werden soll, nachdem anteilig genutztes Biomethanvolumen übertragen werden kann, ist dabei kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Volumina müssen kurzfristig signifikant erhöht werden, sonst droht bis 2030 eine Halbierung des Anlagenbestandes, die Stilllegung tausender Anlagen, der Verlust von 34 Terawattstunden erneuerbarer regelbarer Stromerzeugung und 23 Terawattstunden erneuerbarer Wärme. Zudem ignoriert der Entwurf die immensen Potenziale, die auch in der Flexibilisierung von Biogas und Holz gegeben sind. Allein durch die Flexibilisierung des Anlagenbestandes ließen sich bei gleicher Biomassemenge 12 Gigawatt installierte Leistung bis 2030 bereitstellen. Wir erinnern uns, jetzt schreiben wir 10 Gigawatt in der Kraftwerksstrategie neu aus. Dafür müsste man den Flexzuschlag auf die aktuelle wirtschaftliche Lage anpassen. Stattdessen gibt es aber weiterhin einen falschen Fokus auf die Pika, also auf die Spitzenlast mit Biomethan. Zusammenfassend ist die Lage in der Biomasse irgendwie absurd. Die Bioenergie wird überall eingeplant als Backup für die flexible Stromerzeugung, als Baustein im Gebäudeenergiegesetz oder auch im Wärmeplanungsgesetz. Im letzten Jahr sollten die Anlagen sogar mehr produzieren, um uns durch die Energiekrise zu helfen. Und es sind eben diese Anlagen, die jetzt ein Sterben auf Raten erleben und keinen Beitrag künftig leisten dürfen aufgrund eines Reformstaus in diesem Bereich. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und erteile Wolfgang Sahm das Wort. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank, dass ich für die Immobilienwirtschaft heute zu Ihnen sprechen kann. Das Solarpaket enthält viele Fortschritte, die wir begrüßen. Die Anhebung der Förderung für das Gewerbe ist das eine. Mit dem weiteren Mieterstrommodell haben wir eine andere Reform. Die Vermieter werden von dem Risiko der Vollversorgung befreit.
Allerdings wird die Bilanzierungsregel und die Marktkommunikation zeigen, ob das Modell fliegt. Der ZIA spricht für die Gewerbeimmobilien und die Wohnungswirtschaft. Das ist ein großes Potenzial für den Zubau von Dachflächen auf Logistikhallen, Einkaufszentren und Wohnblöcken. Dieses Potenzial wollen wir für Solarenergie nutzen. Es wird aber nur tatsächlich gelingen, wenn weitere Schritte folgen. Nach dem Solarpaket 1 ist also vor dem Solarpaket 2. Was wären also Impulse, die ein Solarpaket 2 setzen könnte? Erstens, im Steuerrecht gibt es zentrale Hemmnisse für Investitionen in Solaranlagen. Diese führen dazu, dass der Betrieb von PV-Anlagen das eigentliche Geschäftsmodell fundamental gefährden kann. In vielen Fällen kommt es dann zu gar keiner Investition. Auch Änderungen im Wachstumschancengesetz haben dieses Problem nicht behoben. Die Abgabe von PV-Strom an Mieter sollte für Vermieter risikolos sein, indem sie steuerlich wie eine Vermietungsleistung behandelt wird. Denn wenn es klimapolitisch gewollt ist, dass die großen Dachflächen von Gewerbeimmobilien stärker für Solar genutzt werden, dann ist der Betrieb von PV-Anlagen als integraler Bestandteil der Bewirtschaftung einer Immobilie zu betrachten. Immobilienhaltende Investmentfonds wollen in große PV-Anlagen investieren, können das aber nur dann tun, wenn sie dadurch nicht dem Risiko ausgesetzt sind, ihren Status als Spezialfonds zu verlieren. Zweitens. Bei der Direktvermarktung sollte der Schwellenwert flexibler gehandhabt werden, denn der aktuelle Wert erschwert den Ausbau gewerblicher PV-Anlagen. Bei hohem Eigenverbrauch ist die derzeitige Grenze von 100 Kilowatt Peak zu niedrig, denn die Restmengen sind unattraktiv für Direktvermarkter und Immobilienunternehmen finden oftmals keinen Direktvermarkter hierfür. Wir schlagen daher vor, dass bei hohem Eigenverbrauch oder bei Mieterstrommodellen die Grenze der Direktvermarktung anders ausgerichtet wird. Sie sollte sich auf die real eingespeisten Strommengen beziehen, nicht auf die installierte Leistung. Drittens. Wir können PV-Anlagen schneller ausbauen, wenn wir auch auf der Mittelspannungsebene vereinheitlichen. Das gilt vor allen Dingen für die technischen Anschlussbedingungen, aber auch für die technischen Anschlussregelungen, die zu stark sich regional unterscheiden. Bundesweite Vereinheitlichungen würden Tempo bringen und Kosten senken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Sam. Jetzt spricht Felix Schmidt vom WWF Deutschland. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Der Expertenrat für Klimafragen schlussfolgerte kürzlich, dass Deutschland die Emissionsminderungsziele ohne Sondereffekte letztes Jahr verfehlt hätte. Zwar leistete der Energiesektor einen wesentlichen Beitrag, doch für einen Anteil von 80% Erneuerbaren im Stromsektor bis 2030 sind weitere Anstrengungen nötig. Der WWF begrüßt daher, dass die Bundesregierung das Solarpaket 1 auf den Weg bringt. Es baut zahlreiche bürokratische Hemmnisse ab und verleiht dem Ausbau der Erneuerbaren weitere Dynamik. In vier Bereichen nehmen wir nachfolgend vertiefend Stellung. Weitere Hinweise und Details entnehmen Sie bitte der Stellungnahme. Erstens. Der naturschutzfachliche Mindeststandard für Freiflächen-PV kommt. Das ist gut und greift eine wichtige Forderung der Umweltverbände auf. Die Regelung hebt Synergien bei der Bekämpfung der Klima- und Biodiversitätskrise. Aus unserer Sicht sollten alle fünf Kriterien gemeinsam verbindlich erfüllt werden, denn sie greifen sinnvoll ineinander. Und sie sollten auch für ungeförderte Freiflächenanlagen gelten. In dieser Legislaturperiode braucht es deshalb ein Solarpaket 2, das diese Punkte aufnimmt. Zweitens. Es braucht einen Solarstandard auf Dächern und versiegelten Flächen. Die Potenziale des urbanen Raumes müssen im Sinne der Flächeneffizienz viel stärker genutzt werden. Zwar hebt das Solarpaket 1 die Vergütung für gewerbliche Dächer an, aber es fehlt weiterhin ein bundesweiter Standard bei Neubau, Umbau und Sanierung. Dieser muss Eingang in das Solarpaket 2 finden. Drittens. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung setzt wichtige Klarstellungen und Vereinfachungen um. Das begrüßt der WWF. MieterInnen bekommen so künftig besser Zugang zu erneuerbaren Energien. Jetzt muss das Energy Sharing umgesetzt werden, um Flexibilitätspotenziale zu heben und die Teilhabe zu verbessern. Das ist bereits seit längerer Zeit auch EU-rechtlich geboten. Und viertens, bei der Umsetzung der Beschleunigungsgebiete müssen ökologische Schutzstandards gewahrt werden. Dies ist aus unserer Sicht noch nicht gegeben. Die Gesetzentwürfe enthalten noch eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe, die konkretisiert werden müssen. Auch hängt die rechtliche Stärkung von Natur und Biodiversität hinterher. Es braucht deshalb ein bundesweites digitales Portal für Umwelt- und Artenschutzdaten, eine Inkraftsetzung der nationalen Artenhilfsprogramme sowie die Absicherung grüner Infrastruktur, etwa über ein Naturflächengesetz. Bei der Offshore-Windenergie und § 8a WindSeeG, also WindSeeG-Gesetz, befürchtet der WWF eine Herabsetzung des Umweltstandards. Fast alle Gebiete des Flächenentwicklungsplans 2023 sollen Beschleunigungsgebiete werden. Die UVP würde hier entfallen.
Die UVP ist aus unserer Sicht aber kein Hemmnis für den fristgerechten Ausbau der Offshore-Windenergie. Ihren Fall ist aus unserer Sicht deshalb nicht zielführend. Für die Umwandlung der Beschleunigungsgebiete gilt zudem ein Ermessensspielraum. Dem EU-Recht geht es hier um einen Beitrag zur Zielerreichung 2030. Der aktuelle Flächenentwicklungsplan leistet diesen aus unserer Sicht bereits, denn er sichert eine Gesamtleistung von rund 36 Gigawatt. Zumindest müsste § 8a an die zentrale Voruntersuchung anknüpfen, welche vom Gesetzgeber bereits im Windseegesetz als Beschleunigungsinstrument verankert ist. Vielen Dank. Vielen Dank für das Einhalten der Zeit. Herr Schmidt, ich rufe auf Philipp Schröder von 1,5 Grad GmbH. Vielen Dank, liebe Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Der Blick von 1,5 Grad auf diese Diskussion heute ist eine etwas andere Perspektive. Wir glauben, dass viel getan worden ist bereits für die Erzeugung. Es geht also auch darum, darüber nachzudenken, auch als Teil des Solarpakets, aber auch für die Zukunft. Was machen wir eigentlich mit den Energiemengen? Das heißt, von der Erzeugungsförderung, die wichtig und richtig ist, auch zu einer Verteilungsförderung, einem ganzheitlichen Ansatz beim Strommarktdesign. Also wie schafft man es denn, dass Strom, der oft nicht verfügbar ist, aber ab und zu halt doch in hohen Mengen da ist, wirklich, dass er ankommt bei Wirtschaft und Verbraucherinnen in einem Maße, dass es auch Kosten einspart tatsächlich, CO2 natürlich auch. Und dafür glauben wir, dass eben auch in einem Solarpaket schon mitgedacht werden muss, auch die Flexibilisierung, die Steuerbarkeit. Wir haben schon dazu gehört, bei den Speichern gibt es die ersten Fortschritte, aber die günstigsten Speicher heutzutage sind flexible Lasten. Das heißt also, jede Wärmepumpe, die gerade eingebaut wird, die kann man zeitlich versetzen. Dasselbe gilt für jedes Elektroauto. Da muss auch nichts gefördert werden, weil diese Kapazitäten eben da sind. Ich nenne das EDA-Kapazitäten. Die CapEx ist finanziert von privaten Konsumentinnen, aber auch von gewerblichen Unternehmen. Das heißt, es geht eigentlich darum, wie kann man Nutzen stiften aus den verschiedenen Asset-Gruppen oder Anlagengruppen, die es dort gibt, im Wärmebereich, im Mobilitätsbereich. Da gibt es heute ein Riesenpotenzial, obwohl eben zum Beispiel die Netzentgelte noch nicht ganz so weit sind oder eben auch Speicher oder andere Speicherformen noch nicht ihr Potenzial voll ausschöpfen dürfen. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir alle gemerkt haben, dass Ankündigungspolitik schädlich sein kann. Das heißt, wir hoffen sehr darauf, dass in Europa nachhaltiger Markt entsteht für diese Technologien von der Solaranlage bis zur Wärmepumpe. Und dafür glauben wir auch, dass es Sinn macht, eher auf Langfristigkeit zu setzen und Förderprogramme, die kurzfristig sind, eher vielleicht auch mal zur Seite zu schieben, auch wenn es, glaube ich, Interessenten da gibt, die dagegen sprechen würden. Last but not least geht es natürlich auch um die Netze. Flexible Lasten, aber auch steuerbare Lasten sind eben nicht nur ein Preisthema. Also es geht nicht nur um Preissignalfähigkeit, sondern es geht eben auch darum, wie man den Verteilnetzbetreibern helfen kann. Der Smart Meter Gateway Ausbau, da gibt es noch viel zu tun. Ich danke an dieser Stelle schon mal für den Fortschritt und freue mich auch auf ein weiteres Solarpaket. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Herr Bernhard Strohmeier vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft erhält das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist gut, dass das Solarpaket auf den Weg kommt. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft findet das richtig und möchte auch unterstreichen, dass die Regelung für die Windenergiebeschleunigungsgebiete essentiell wichtig ist und auch rechtzeitig auf den Weg kommen soll. Das Paket selbst zur Photovoltaik und zur ergänzenden Technologie der Energiespeicher erhält durchaus gute Maßnahmen in der Kombination. Aber durch den Änderungsantrag insbesondere ergeben sich Folgeaufgaben, die man adressieren sollte. Ich möchte ausführen für den Gebäudebereich zuerst und dann zu den noch umfangreicheren Arbeiten, die wir sehen im Bereich der Freifläche. Bei den Gebäudeanlagen ist es sinnvoll und hilfreich, dass die Regelung für den schnellen Netzzugang weiterhin gilt. Es ist sinnvoll, dass die technischen Anschlussbedingungen vereinheitlicht veröffentlicht werden und es keine Sonderlocken mehr gibt bei jedem einzelnen Netzbetreiber. Es ist sinnvoll, dass man die Pflichten zur Direktvermarktung anders regelt und auch diese unentgeltliche Abnahme und die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung einführt. Aber es muss massentauglich sein.
Die Prozesse müssen geeignet sein, tausendfach zu funktionieren, schnell zu funktionieren. Und gerade bei willkommen geheißenen Neuregelungen, wie zum Beispiel dem neuen Zugang zur Direktvermarktung, muss man hier ein Fragezeichen ranmachen. Genauso wie beim Thema gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, das möglicherweise eine Schwierigkeit ist, das nur über die Marktkommunikation zu kommunizieren. Es ist sinnvoll, das zu tun, aber vielleicht braucht man auch die einfache Variante. Zur großen Baustelle Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Hier durchaus gute Maßnahmen. Es ist sinnvoll, die Gebotsgröße wieder auf 50 Megawatt anzuheben. Das bildet die Realität ab. 100 Megawatt hätten noch mehr Spielraum gegeben. Es ist schade, dass das Recht zur Verlegung von Leitungen begrenzt wurde auf öffentliche Grundstücke. Das wird in der Praxis nicht zur wesentlichen Beschleunigung führen. Hier ist ein Folgeprozess wünschenswert, eine bevorzugte gesetzliche Regel zu finden, aber zumindest eine Lösung zu finden, diese Leitungsprozesse schneller zu klären. Es ist etwas ärgerlich, dass man bei der Kommunalbeteiligung nicht geklärt hat, wie sich die § 6 zu den Landesbeteiligungsgesetzen verhält. Und im Bereich der Freifläche mit dem Mindeststandard gibt es die größte Baustelle. Wenn Sie Solarparkflächen vollflächig biodiversität pflegen sollen, also auf 50 Hektar, 50 Megawatt diese Anlagen, dann muss das eine landwirtschaftliche Tätigkeit sein, weil sonst diese Solarparkflächen nicht in Landwirtschaftsbetriebe passen und man erhebliche Probleme erhält, wenn man das nicht durch eine Änderung im Agrarrecht begleitet. Herr Strohmeier, vielen Dank. Ich rufe jetzt auf Dr. Christine Wilken. Und Frau Wilken, Sie sind digital zugeschaltet, deswegen vorher der Test. Können Sie uns gut verstehen? Ich kann Sie gut verstehen, danke. Hervorragend, dann erteile ich Ihnen das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme und auch insbesondere zur digitalen Teilnahme. Wir unterstützen, die kommunalen Spitzenverbände unterstützen ausdrücklich die Zielsetzung des Solarpakets, den Ausbau von PV im großen Stil voranzutreiben. Es ist aus unserer Sicht für das Gelingen der Energiewende von zentraler Bedeutung. Und so begrüßen wir auch die Schritte, die gegangen werden, die Ermöglichung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, die Erleichterung beim Mieterstrommodell und auch das Ziel, Balkonkraftwerke voranzutreiben. Wir sehen aber in dem Änderungsantrag auch Kritikpunkte, nämlich dass Regelungen zulasten der Kommunen getroffen worden sind und das aus unserer Sicht nicht sachgerecht ist, denn die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird vor allen Dingen von der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger getragen und das kann nur in und durch die Kommunen gelingen. Und drei Punkte sehen wir kritisch. Erstens, dass die Ausweitung des Anwendungsbereiches in § 6 der finanziellen Beteiligung der Kommunen im neu verhandelten Gesetzentwurf zurückgenommen wird und dadurch die finanzielle Teilhabe der Kommunen keine Besserung erfährt. Wir wissen, dass finanzielle Teilhabe vor Ort gerade an der regionalen Wertschöpfung ein Weg sein kann, um Akzeptanz zu verbessern. Und das ist gerade aus unserer Sicht mit Blick auf die steigenden Energiepreise und die Netzentgelte sehr wichtig. Und wir haben auch gesehen, dass einige Länder diesen Weg schon gehen. Und aus unserer Sicht ist es nicht verständlich, warum der Bund nicht eine Regelung trifft und anstatt dessen zahlreiche Landesgesetze auf den Weg zu bringen sind. Zweitens, für die kommunalen Grundstücke und Verkehrswege wird in § 11a eine weitreichende Duldungspflicht für das Verlegen und den Betrieb von Anschlussleitungen vorgesehen. Diese Duldungspflicht ist aus unserer Sicht einerseits zu weit gefasst und andererseits zu eng. Zu weit ist sie deswegen gefasst, weil die für den Straßenverkehr gewidmeten Grundstücke ausgenommen werden müssen, so wie es auch in § 11b Absatz 4 jetzt vorgesehen ist. Wir haben das Instrument der Wegenutzungs- und Gestattungsverträge. Das ist recht bewährte Praxis. Und wir sehen auch sehr kritisch, dass der jährliche diese einmalige Entschädigung von 5% der Verkehrswertes deutlich unter dem zurückbleibt, was wir dauerhaft auch an Einnahmen generieren können durch solche Nutzungs- und Gestattungsverträge. Und gleichzeitig ist die Duldungspflicht zu eng, weil sie nur auf die öffentlichen Grundstücke jetzt guckt und private Grundstücke vollständig ausgenommen werden. Und wir halten es nicht für sachgerecht, dass zahlreiche Baumaßnahmen, die erforderlich sind, jetzt nur auf den öffentlichen Bereich verengt werden. Und drittens, wir sehen auch kritisch in 11b,
dass nach Überfahrten der wesentliche gleichartige Zustand hergestellt wird. Hier bitten wir um die ursprüngliche Formulierung beizubehalten, sonst droht Wertverlust am öffentlichen Eigentum. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch vor allem insgesamt nochmal bei allen Herrn und Frau Sachverständigen für ihre Beiträge und auch das Einhalten der Zeit. Wir beginnen jetzt mit der Fragerunde. Vorgesehen sind 4 Minuten und ich erteile Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion das Wort. Und genau, Frau Scheer macht es vor. Alle Abgeordneten, das habe ich vorhin nicht mit angesagt, müssen leider hier in unserem wunderschönen Saal an das Saalmikro treten. Ja, ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal an Herrn Professor Müller und dann einmal an Herrn Körnig. Und die Frage an Herrn Müller ist, Sie hatten vorhin erwähnt, dass der Gleichlauf von Realisierungsfrist und Förderung jetzt nicht ganz konsequent durchgehalten wurde. Könnten Sie das noch mal erläutern, an welcher Stelle Sie da Nachbesserungsbedarf sehen? Sie hatten da den § 39j erwähnt, Absatz 3, also da noch mal die Frage des Nachbesserungsbedarfs. Und dann an Herrn Körnig habe ich die Frage. Sie hatten erwähnt, die Ausschreibungsgrenze wurde jetzt ja auf 750 kW angesetzt. Welche Konsequenzen befürchten Sie bei dieser Regelung? Sie hatten dies ja kritisch angemerkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Frau Dr. Scheer, für die Frage. Wir haben im Ausschreibungssystem immer eine Realisierungsfrist, innerhalb der eine Anlage errichtet und in Betrieb genommen worden sein muss, damit der Zuschlag nicht verfällt. Diese Fristen sind aufgrund von Lieferproblematiken verändert worden. Das haben wir schon im Rahmen der letzten Veränderungen in anderen Bereichen gesehen, jetzt für die Biomethananlagen. Es gibt eine zweite Frist im System des EEGs, die betrifft den spätesten Zeitpunkt, zu dem die Förderzeiträume zu laufen beginnen. Und diese Fristen laufen im Gesetz bisher nicht kongruent. Wir haben die Realisierungsfristen verändert, aber nicht die Fristen zum Beginn des Förderzeitraums. Wenn man also die neuen Realisierungsfristen ausschöpft, hat man einen geringeren Förderzeitraum. Und das ist jetzt anders bei den Biomethananlagen. Darauf habe ich hingewiesen. Das ist eine Veränderung, die aus unserer Sicht sachgerecht ist. Wenn man sagt, es gibt einen Bedarf an einer längeren Frist, dann spricht viel dafür, diese beiden Fristen konkurrent zu gestalten. Warum das im einen Fall geregelt ist und im anderen nicht, ist mir nicht ersichtlich und könnte sogar rechtlich eine Frage aufwerfen, inwieweit wir hier ein ausreichendes Differenzierungskriterium haben, dass wir den einen Fall anders behandeln als den anderen. Vielen Dank. Herr Körnig? Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Dr. Scheer. Wir haben nichts grundsätzlich gegen Ausschreibungen. Ausschreibungen im Förderregime sind akzeptabel und wir haben uns dieser Herausforderung immer gestellt als Solarbranche. Und ich glaube, auch wenn die Rahmenbedingungen fair waren, erfolgreich. Wir haben aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es einen Unterschied gibt, ob man als professioneller Investor mehrere Solaranlagen im Jahr projektiert und plant, auf Freiflächenanlagen beispielsweise in der Megawattklasse, oder ob man als Gewerbebetrieb ein Einmalinvestor ist, das vielleicht einmal in seiner beruflichen Laufbahn macht, neben dem eigentlichen Kerngeschäft. Und da ist diese Voraussetzung, das haben wir einfach in vielen Umfragen immer wieder gesehen, auch in der Zeit, als es rückläufig war, das Marktsegment, dass es einer der wesentlichen Hemmschuhe war, dass man, bevor man überhaupt eine Förderung bekam, an einer Ausschreibung teilnehmen musste. Das funktioniert bei Einmalinvestitionen nicht, insbesondere im Neubau nicht. Wenn Sie sich einen Planungsprozess für ein Gebäude, für ein Gewerbegebäude vorstellen, dann haben Sie ohnehin schon viel froh, wenn Sie Handwerker finden, will ich mal fast sagen. Und wenn Sie dann noch jetzt erstmal warten müssen, ob Sie überhaupt einen Zuschlag bekommen in einer Auktion, dann bekommen Sie keinen Zuschlag, müssen Sie wieder antreten. Da vergehen Monate, da wartet man ja nicht im Bauvorhaben mit der Auslegung der Gebäudestatik. Und da guckt man natürlich, lege ich die Dachstatik so aus, dass ich eine Photovoltaikanlage tragen will, oder mache ich das nicht? Also das funktioniert bei Kleinanlagen nicht und die Grenze ziehen wir in der Regel so in der Megawattklasse. Und deswegen war damals der Bundestag gut beraten, die Grenze anzuheben und die Wiederabsenkung, jetzt können wir nicht nachvollziehen. Vielen Dank, Herr Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Anzuhörenden für die wirklich interessanten Ausführungen, an die ich gleich anknüpfen will. In dem Fall Herrn Strohmeier frage, aber es geht um dasselbe Thema. Nämlich einmal beim 30 EEG.
Da ist es ja so, dass wir ab 750 Megawatt eine Ausschreibung haben. Das heißt, im zweiten Segment, das ja eigentlich bis zu einem Megawatt ginge, ist doch jetzt zu befürchten, dass die Leute alle die 750 kW-Lösung wählen, weil sie dann mit einer Festvergütung kommen, und zwar genau aus dem Grund, den Sie, Herr König, gerade genannt haben. Da würde ich Sie, Herr Strohmeier, fragen, ob Sie das auch so sehen. Ich vermute, Sie sehen das, was den 30i und 30e, das hat ja Herr Müller gerade eben eine Antwort gesagt, genauso. Man müsste diese beiden Fristen kongruent machen. Und dritte Frage, und wenn da noch Zeit wäre, könnte Herr Schröder vielleicht noch anschließend antworten. Die NELF, also in dem Paket steht ja, aber es ist ja natürlich nicht im Gesetz, dass wir die NELF-Verordnung so verändern, dass die Zertifikatsgrenze von 135 kW auf 270 kW steigt. Wie dringend und wie wichtig ist das? Und danach höre ich digital zu, weil ich eine Reise antrete, aber ich höre Ihnen hinterher noch zu. Herr Strohmeier, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich hat uns das etwas überrascht, dass die Absenkung kommt, aber vielleicht kann man damit leben. Ja? Weil tatsächlich das Segment 2 ja anders funktioniert. Das ist ja auf Projektsicherungsbeitrag ausgelegt. Da weiß man, um welches Projekt es geht. Und vielleicht könnte man an der Effizienz der Durchführung der Ausschreibung etwas schrauben, um das attraktiver zu machen. Aber gerade diese neuen Mittel, unentgeltliche Abgabe geht bis mehr KW, das Thema der Anlagenzertifizierung wird in anderen Gesetzen angegangen. Das ist möglicherweise bedeutsamer als die Absenkung auf 750 KW. Und eine 750 KW-Anlage ist auf vielen Dächern auch keine besonders große Anlage, muss man feststellen. Deswegen müsste man auch da 1 Megawatt machen. Herr Schröder, wollen Sie gleich anschließen? Es geht um die Zertifikate. Also grundsätzlich sehen wir es im Gewerbebereich so, dass es Sinn macht. Also die größte Einstiegshürde neben den berühmten Handwerkern, die immer fehlen, sind natürlich die Frage, wer darf überhaupt zertifizieren. Und da gibt es schon einen Flaschenhals. Insofern, glaube ich, macht es schon Sinn, dort grundsätzlich die Einstiegshürden runterzusetzen. Gleichzeitig verstehen wir aber auch, dass zum Beispiel auf einer VNB-Ebene, also Verteilnetzbetreiber-Ebene, genauso wie im Privatkundensegment bei immer mehr Anlagen natürlich auch ein ganz klarer Wunsch besteht, dass das Energiemanagement auch von so einer Anlage mitgedacht werden muss. Insofern glaube ich, dass es Sinn macht, dass die Hürden runterzusetzen, weil das ist ein weiterer Flaschenhals. Ich glaube, es gibt nur 5 Anbieter, die das im Markt überhaupt dürfen. Und der zweite Punkt ist aber, man muss sich eben auch die Frage stellen, was ist eigentlich die Energiemanagement-Anforderung an solche gewerblichen Anlagen für die Zukunft, auch mit Blick auf den Strommarktdesign und auch auf die Frage, wie kann ich zum Beispiel Lasten auch zeitversetzen. Das wird in Teilen schon antizipiert, aber eben nicht mit Blick auf den Strommarktpreis selbst, sondern eher immer mit Blick auf den VNB, also den Verteilnetzbetreiber. Herr Strohmeier, ich wollte Sie nicht abschneiden. Ich glaube, da war noch eine Sache offen. Entschuldige mich dafür. Nachfrage verbinden, Herr Strohmeier, ich habe nicht verstanden. Wäre es nicht sinnvoll, die 750 kW und 1 Megawatt Grenze auch da zu vereinheitlichen und zu sagen, wir machen es gleichlaufend? Und wenn nein, warum nicht? Oder ist es nicht nur nicht so wichtig, aber sinnvoll wäre es schon? Es wäre sinnvoll, aber es ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Andere Sachen, das praxistauglich hinzubekommen, dass man schnell Anlagen in Betrieb nimmt, das sind wahrscheinlich wichtiger als die Ausschreibungsgrenze. Und möglicherweise, also da geht es ja auch um hunderte Anlagen, könnte man den Prozess einfach verbessern. Vielen Dank. Dann rufe ich auf für Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Uhlig. Ganz herzlichen Dank auch an die Sachverständigen für die Stellungnahmen und für die Anwesenheit heute. Ich würde meine ersten Fragen an den WWF richten. Das eine ist, wir haben schon auf die naturschutzfachlichen Mindeststandards für Freiflächen-PV eingegangen. Könnten Sie das noch mal ausführen, weil ich an der einen oder anderen Stelle auch in den Stellungnahmen wahrgenommen habe, dass das eigentlich für zu kompliziert gehalten wird, warum das aus Ihrer Sicht sinnvoll ist. Die zweite Frage würde in Richtung gemeinschaftliche Gebäude Versorgung gehen, inwieweit Sie dadurch auch Akzeptanzsteigerungen erwarten und was Sie sich vom Energy Sharing, das Sie angesprochen hatten, auch erhoffen würden noch. Und die dritte Frage wäre, Sie hatten erwähnt, dass aus Ihrer Sicht eine UVP notwendig ist bzw. sinnvoll ist und gar nicht zu Verzögerungen führt, wenn Sie dazu in Bezug auf die Beschleunigungsgebiete noch mal etwas sagen könnten. Dankeschön. Herr Schmidt, Sie haben das Wort. Entschuldigung. Vielen Dank für die Frage.
Zunächst zum naturschutzfachlichen Mindeststandard. Also aus unserer Sicht ist das wirklich ein großer Gewinn, weil einfach ein einheitlicher Standard mit Mindestkriterien hier festgelegt wird für geförderte Freiflächenanlagen. Das Segment wird in Zukunft aus unserer Sicht wichtiger werden beim Ausbau. Wir hatten es im vergangenen Jahr schon gesehen, dass von der Leistung an PV, die zugebaut wurde, sind insgesamt etwa 5 Gigawatt im Freiflächenbereich gewesen, davon 1,6 als ungeförderte Anlagen, also im Grunde ein Drittel der Leistung wurde hier zugebaut. Die Chance dabei ist, dass diese Freiflächenanlagen kein Nischenprodukt mehr sind, also dass hier wirklich sozusagen ein Gewinn, ein Synergieeffekt zwischen Biodiversität und dem Ausbau der Erneuerbaren erzielt wird. Aus unserer Sicht sind hier insbesondere beispielsweise das Kriterium der Beschattung, also der Maximalbeschattung, das festgelegt wurde, wichtig, aber eben auch natürlich die biodiversitätsfördernde Pflege und auch der Verzicht auf Herbizide natürlich innerhalb dieser Solarparks. Aus unserer Sicht ist positiv auch, dass dieser einheitliche Katalog von Mindestkriterien einfach bundesweit etabliert wird. Somit gilt er eben einheitlich. Und es soll einen angekündigten Leitfaden geben. Auch das begrüßen wir, weil darin gleich festgehalten werden soll, wie diese Kriterien auch erfüllt werden können. Insofern dürfte das auch für mehr Klarheit sorgen. Wir sehen natürlich sozusagen den Bedarf, dass dieser Leitfaden auch möglichst zeitnah zur Verfügung steht, einfach damit dann auch Klarheit herrscht bei diesen Regelungen. Zu der zweiten Frage, die bezog sich auf die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Da sehen wir natürlich einen absoluten Gewinn für die Akzeptanz, denn im Grunde genommen herrscht hier ja oder wurde eine deutliche Vereinfachung vorgenommen, die es ermöglicht, erneuerbar erzeugten Strom innerhalb des Gebäudes sehr einfach zu erzeugen und verbrauchen, gleich an Ort und Stelle. Damit ist ein Gewinn auch für die Flexibilität auf Verteilnetzebene geleistet worden. Das Energy Sharing geht darüber hinaus, indem es sozusagen auch auf Quartiersebene und regionaler Ebene einen wichtigen Beitrag leisten würde. Deswegen sehen wir die Regelungen zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung als sehr wichtig an, aber eben als Zwischenschritt zum Energy Sharing. Zu Ihrer dritten Frage, der UVP im Offshore-Bereich. Dialoge oder sozusagen der Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen auch aus den Meeresschutzbereichen, auch Dialoge mit der Branche zeigen uns, dass die UVP im Offshore-Bereich im Grunde kein Verzögerungsgrund für den fristgerechten Ausbau darstellt. Wir sehen, dass der Flächenentwicklungsplan 23 bereits 36,5 Gigawatt an Leistung sichern soll. Die Stoßrichtung bleibt mit dem Vorentwurf für den Flächenentwicklungsplan 24. Daran stehen 49,5 Gigawatt. Insofern plädieren wir hier für den Erhalt, sehen aber bei § 8a WinzEG mindestens die Anforderung, dass eine Anknüpfung an die zentrale Voruntersuchung und nicht nur an das Ausschreibungsjahr geschieht. Dankeschön. Ich rufe auf Steffen Contré für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Ramaoui-Clacan. Dieses Solarpaket bedarf es eines Netzausbaus. Gerade die Erneuerbaren brauchen Netzausbau, den man so nicht hätte. Haben Sie vielleicht oder wie beurteilen Sie also dieses Solarpaket jetzt vor dem Hintergrund, dass also die Zahlen gesteigert werden sollen? Was bedeutet es ganz konkret für den Netzausbau, das heißt auch für die Ausbaukosten und dann auch für die Speicherkosten, wenn sie dann kommen? Frau Ramaoui-Clacan, ich erteile Ihnen das Wort. Ich würde dann nochmal auf die Duldungspflicht zurückkommen, weil es dann tatsächlich auch ein Beschleunigungspotenzial ebenfalls für den Netzausbau ist. Ursprünglich geplant war eben diesen erheblichen Beitrag für die Beschleunigung der PV-Ausbau und ebenfalls auch Netzausbau. Wir sprechen von einer Beschleunigung von bis zu 5 Jahre für Windenergieanlagen an Land und für PV-Projekte bis zum 1,5 Jahr. Wir hatten da gefordert, dass eben die Ausnahme von dieser Duldungspflicht wegen der Landes- und Bundesverteidigung zu weit gefasst ist in der jetzigen Fassung des Änderungsantrages. Und wir fordern auch grundsätzlich eine klarere Definition der öffentlichen Hand, damit man auch hier Planungssicherheit gewährleisten kann. Grundsätzlich ist es für uns bei dem Stichwort Netzausbau eben die Erweiterung der Duldungspflicht, wie geplant, auf öffentlich, also nicht nur öffentlichen, sondern auch Privatflächen zu erweitern. Und grundsätzlich auch Thema Bürokratieabbau, ebenfalls im Netzausbau, die Vereinheitlichung der Technologie
technischen Anschlussbedingungen für die Mittelspannung zu begrüßen. Die Standardisierung ist ebenso wie die Digitalisierung ein Schlüssel, um die Energiewende effizient auszuführen. Und deswegen begrüßen wir dann auch die bürokratiearme Forderung, die dann von uns auch plädiert wurde und in dem Änderungsantrag durch diese Vereinheitlichung der TAP-Regelung dann eingeführt wurde. Nachfrage noch dazu, was ist mit dem Kostenaspekt? Wir haben ja vom Bundesrechnungshof jetzt bescheinigt bekommen, dass die Kosten exorbitant steigen. Ich glaube, das waren mal 130 Milliarden. Die sind aber jetzt schon fast verdreifacht. Wie hoch werden die Kosten sein? Es findet aktuell ein Branchendialog zur Beschleunigung des Netzanschlusses. Und wir sehen dort ja die Grundlage eben auch für weitere gesetzliche Änderungen und um eben auch solche Anfragen da in diesem Kreis dann zu beantworten. Grundsätzlich sind die Forderungen außerhalb dieses Rahmens dann auch nicht hilfreich, weil das auch nicht mit der Branche abgestimmt ist. Also grundsätzlich würden wir dann alle relevanten Themen im Bereich Netzausbau in diesem Branchendialog dann weiter pushen möchten. Das heißt, es gibt noch keine Ideen, was das alles kostet. Solarpaket 1, nochmal eine Beschleunigung des Ausbaus der sogenannten Erneuerbaren. Weiß man aber nicht, was das kostet. Habe ich das richtig verstanden? Geht die Frage nochmal an die Kollegin, ja. Sachverständige? Ach so, bitte. Okay. Hier verweise ich nochmal auf diesen Branchendialog, also bei den Netzthemen. Ja, dann würde ich meine verbleibende Zeit gern noch mal in die Breite streuen. Was kostet uns der Netzausbau? Kann mir das jemand sagen? Also aufgrund dieses Solarpakets 1 jetzt? Wen der Kollegen und Kolleginnen kann ich alle, auch alle. Rufen? Einfach, ja, wer sich berufen fühlt. Das wird knapp. Wir haben ja noch eine zweite Runde, in der vielleicht die Frage noch mal konkretisiert gestellt werden sollte. Der Aufwand wird den Nutzen um ein Vielfaches übertreffen. Das höre ich jetzt ständig, aber vielleicht konkret. Gut, nächste Runde. Umgekehrt, der Nutzen wird den Aufwand um ein Vielfaches übertreffen. Ich rufe jetzt auf Herrn Kruse von der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage in der ersten Runde geht an Herrn Philipp Schröder. Sie haben ja eben schon von der Perspektive des förderfreien Zubaus gesprochen und vielleicht auch in Replik auf das, was eben hier versucht wurde, vorzutragen. Vielleicht können Sie ja mal sagen, welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich noch, um, ich sage mal, wegzukommen von einer an der Förderlogik orientierten Ausbau hin zu einem an dem tatsächlichen Bedarf und an den Preissignalen orientierten Zubau. Herr Schröder. Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine Steilvorlage, auch die Zwischenfrage vorhin auch. Am Ende wird es ja darum gehen, wir haben eine Situation, wo wir alle schon wissen, dass wir bei den Gestehungskosten von Photovoltaikstrom, ist eigentlich egal in welcher Kategorie, oder auch beim Windstrom onshore, offshore, wirklich unschlagbare Preise erreichen können in den Zeiträumen, wo sie verfügbar sind. Und um das Ganze förderfrei zu machen, müssten Sie eigentlich ein Strommarktdesign wählen, was Preissignale sendet. Das heißt, dass es sich dann lohnt, wenn die Erneuerbaren verfügbar sind, ohnehin flexible Lasten dorthin zu verschieben. Ein Elektroauto ist flexibel, eine Wärmepumpe ist flexibel. Wir haben einen Hochlauf von solchen flexiblen Lasten im Wärmebereich. Wir haben den Hochlauf solcher flexiblen Lasten im Elektromobilitätsbereich. Das heißt, die Lösung, auch zu der Frage von Ihrem Kollegen von der AfD, liegt ein Stück weit auch in der Mobilitätswende und auch in der Wärmewende. Das heißt, wenn diese Assets zentral steuerbar wären, dann kann man auch dazu beitragen, dass der Strom eben dann verbraucht wird, wenn er auch produziert wird. Momentan haben wir genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben hohe Produktionsmengen, die nicht abgenommen werden können. Sie können entweder nicht transportiert werden oder selbst wenn sie transportiert werden könnten, werden sie schlicht nicht abgenommen. Woran liegt das? Wir haben einen sogenannten Standardlastgang. Das ist ein Verbrauchsprofil für alle Haushalte und können diese gar nicht abrechnen. Das heißt, die Frage, ob wir Erzeugungsmengen hochfahren können, ist, glaube ich, gar keine mehr. Das wird man können, auch europaweit. Die Frage jetzt auch in dem Diskurs mit den Kritikern der Energiewende wird sein, wie schnell ist man bei der Flexibilisierung, weil das einen erheblichen Kosteneffekt hat. Denn ansonsten muss man eben über weite Strecken hinweg Strom transportieren und ansonsten wird man das Problem haben, dass Menschen
immer günstig Strom haben möchten und sich das Verbrauchsverhalten den Preisen nicht anpasst. Und insofern ist die Antwort relativ einfach. Die marktwirtschaftlichen Prinzipien gelten auch hier. Angebot und Nachfrage müssen irgendwie in einen Konsens gebracht werden. Und wir sehen, das geht auch heute schon. Das heißt, es gibt dynamisierte Tarife. Es gibt ja auch Bemühungen im Rahmen auch des Solarpakets 1, dort bei Smart Mietern, aber eben auch bei Speichern schneller voranzukommen. Und das hilft sowohl auf der Verteilnetzebene als auch auf der Übertragungsnetzebene. Und es macht vor allem für alle, für das System, die Kosten günstiger. Und insofern, glaube ich, sind insbesondere die Freunde der Energiewende gut beraten, wenn man da versucht, diese Hürden und Hemmnisse so schnell wie möglich zu beseitigen. Und da gibt es gute Beispiele, zum Beispiel in Schweden, in Dänemark. Und die sind auch nicht von der Verarmung betroffen. Und die kann man sich auch mal angucken. Ja. Vielen Dank, Herr Kruse. Jetzt aber schnell. Dann stelle ich die kurze Nachfrage. Welche Maßnahmen im Bereich Speicher und Flex würden Sie sich denn noch wünschen? Also da kann ich mich anschließen. Das volle Potenzial von Speichern und flexiblen Lasten sollte zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass man einmal im Jahr so einen Wechselbetrieb hat, sondern es macht absolut Sinn, dort schnellstmöglich, nicht nur beim Speicher. Im Übrigen ist die Wärmepumpe mit dem Wärmepufferspeicher auch ein Speicher. Der wird aber über eine Bestromung wird warm Wasser erhitzt und in einem Pufferspeicher zwischengespeichert. Das heißt, es gibt noch andere Speicherformen, die heute gar keiner auf dem Schirm hat und die sind auch günstiger als Netzspeicher. Insofern würde ich einfach die breite Floskel übernehmen und sagen, ja, das volle Potenzial der flexiblen Speichermöglichkeiten, die wir heute schon haben und die hochfahren in Mobilität, Wärme und beim Stromspeicher explizit, die sollte man nutzen, weil es Kosten spart und Sinn macht. Dankeschön. Dann rufe ich auf Frau Flenkert von die Gruppe Die Linke. Frau Vorsitzende, danke an die zugelassenen Sachverständigen, aber ein Thema kam zu kurz. Die Ampel, wahrscheinlich auf Druck der FDP, wollte keinen Sachverständigen, der über chinesisches Dumping und Auswirkungen auf die deutsche Solarmodulproduktion informiert. Deshalb hat die Linke Kontakt aufgenommen und diese Frage an Herrn Sokolowski, Geschäftsführer der Glasmanufaktur Brandenburg, gestellt. Dazu seine Antwort, ich zitiere. Sehr geehrte Abgeordnete, Deutschland hat in den 2000er Jahren die PV-Produktion entwickelt und trug die Entwicklungskosten für die Welt. China erkannte den strategischen Wert dieser Branche, investierte Milliarden an Subventionen und in Dumpingpreise, wurde damit Weltmarktführer. In den letzten Jahren entwickelte sich erneut eine heimische Solarindustrie. China reagiert wieder mit Dumpingpreisen. Mein Unternehmen steht symbolisch für die deutschen Hersteller von Solarmodulen. Wir produzieren Solarglas. Unser Glas ist antimonenfrei. Antimon ist ein giftiges Schwermetall. Im chinesischen Solarglas sind 50 Kilogramm Antimon je Tonne. Ich war in China. Die Herstellkosten der Glashersteller dort sind vergleichbar mit unseren Herstellkosten. Die Produktionskosten für ein Quadratmeter Solarglas betragen bei uns zwischen 7,50 Euro und 8 Euro. In China sind es, Achtung, 7,50 Euro bis 8 Euro. Der Verkaufspreis in Deutschland beträgt für unser Glas rund 8 Euro. Chinesische Wettbewerber verlangen 4,40 Euro. Wie geht das? Der chinesische Staat subventioniert diese Herstellkosten mit 55%. In Zahlen für den Quadratmeter Solarglas erhält der chinesische Hersteller 4,40 Euro vom chinesischen Staat. Dies hat eben zur Folge, dass chinesisches Glas für 4,40 Euro auf dem europäischen Markt verkauft wird. Die Glasmanufaktur bekommt diese Subventionierungen nicht und hat hieraus einen deutlichen Marktnachteil. Trotz, dass die Glasmanufaktur effizient arbeitet, eine deutlich umweltverträglichere Produktion hat und sich auch um Nachhaltigkeit kümmert. Das ist klares Dumping und dieses Dumping erfolgt über die gesamte Herstellungskette von Solarmodulen. China betrachtet die Solarmodulproduktion als strategische Aufgabe. Und Deutschland schlittert aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas in die Abhängigkeit von chinesischen Solarmodulprodukten. Ohne Unterstützung verliert Deutschland die verbliebenen Produktionskapazitäten. Dann wird China sein Monopol nutzen, entweder zum Preisdiktat oder zur politischen Erpressung. Andere Staaten haben die Gefahr erkannt, die steuern gegen. Die USA verhängten ein Importverbot für chinesische Solarmodule. Die Türkei verhängte ein Importverbot für chinesische Solarmodule. Österreich und Frankreich haben Resilienzbonusprogramme zum Schutz eigener und europäischer Produzenten aufgelegt. Hier ein aktuelles Beispiel. Im französischen Hambach werden 710 Millionen Euro für eine neue Solarmodulfabrik mit 1700 Mitarbeitern investiert, weil dort ein Förderprogramm durch die französische Regierung besteht. Italien und Spanien versuchen zu helfen. Und Deutschland?
fördert Investitionen in neue Anlagen, aber keine Firma, kein Investor baut neue Anlagen, wenn es keinen Absatzmarkt für die Produkte gibt. Führen Sie einen Resilienzbonus oder etwas Vergleichbares ein. Zitat Ende. Ich frage Herrn König vom Bundesverband der Solarwirtschaft. Herr König, hat Herr Sokolowski die Situation der deutschen Solarproduzenten richtig dargestellt? Herr König. Ich versuche das in 30 Sekunden. Es ist in der Tat so, dass auch Deutschland wettbewerbsfähig, international wettbewerbsfähig in vollautomatisierten Solarfabriken durchaus produzieren könnte im Rahmen der Modulkette. Wir haben pfiffige Ingenieure, wir haben einen Absatzmarkt, der wächst vor der eigenen Haustür. Aber eins fehlt, die Unterstützung in der Aufbauphase, um zu skalieren. Also der Skalierungsnachteil ist ganz entscheidend und andere Länder unterstützen diese Industrie. Deutschland tut es von der Industrieseite leider bislang nicht. Vielen Dank für diese erste Runde. Wir starten mit der zweiten Runde und ich bitte Andreas Mehltreter für die SPD-Fraktion. Achso, 3 Minuten sind jetzt hier vereinbart für Frage und Antwort. Frau Vorsitzende, wir haben ja durchaus eben einen Sachverständigen auch mindestens eingeladen, der dazu Stellung nehmen kann, was mit der deutschen Solarindustrie passiert. Ich würde tatsächlich auf die Frage nochmal zurückkommen wollen, Herr König. Es wurde ja auch der Net Zero Industries Act angesprochen. Was sehen Sie dort an Möglichkeiten zur Umsetzung, um eben dem Nachdruck zu verleihen, was Sie eben gesagt haben? Zweite Frage. Wie Sie haben die besonderen Anlagen erwähnt. Was muss dort noch weiter passieren, um jetzt dort den Hochlauf weiter zu befeuern, gerade im Hinblick auf Agri-PV und Moor-PV? Und falls noch Zeit ist, dann eine Frage an Herrn Müller, wie Sie die jetzt getroffene Regelung zur Duldungspflicht im Hinblick auf die Realisierungszeiten bewerten. Danke. Entschuldigung, das war ich. Herr König. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ist ja nichts gegen, im Grundsatz gegen billige Importmodule einzuwenden, denn die haben zum Solarboom, das müssen wir natürlich auch sehen, maßgeblich beigetragen. Und Handel und Handwerk, über 100.000 beschäftigt, das ist natürlich schön. Aber eigentlich denken wir, hat sich doch die Erkenntnis in Europa, sollte sich durchgesetzt haben nach den Engpässen, nach den Lieferengpässen während der Corona-Pandemie und auch im Kontext der Energiekrise durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine, das ist eine zu starke Abhängigkeit. Und die Abhängigkeit liegt hier bei über 90%, dass die nicht gut ist und dass es schlau ist, eine kontinentale Grundversorgung aufzubauen. Und es kommt jetzt wirklich darauf an, und der Zug ist hier eigentlich schon abgefahren, muss man sagen, für die, die zumindest so mutig waren, hier auch im Vertrauen auf positive Signale seitens der Regierung noch in der Modulproduktion, in den Vorprodukten den Standort zu halten. Die haben darauf vertraut, dass es eben, was ja auch angekündigt wurde, vielfach auch eine industriepolitische Komponente geben wird. Wir können nur hoffen, dass mit der Umsetzung des Net Zero Industry Act, da ist ja eine klare Aufforderung seitens der Europäischen Union jetzt damit verbunden, hier tätig zu werden, eine gute, ausgewogene, wirksamer Ansatz gefunden wird, der zum einen eben Investitionssicherheit gibt, die nötige Planungssicherheit für die Finanzierung, die notwendig ist, eben um im Gigawattmaßstab Solarfabriken am Standort Europa aufzubauen, auf der anderen Seite aber nicht die Kriterien so eng zu bemessen, dass der Markt abgewürgt wird, weil diese Abhängigkeit ist nun mal so groß und man kann sich auch die Energiewende dadurch kaputt machen, indem man Zölle oder Handelsbeschränkungen einführt. Der zweite Punkt, das waren die besonderen Solaranlagen. Hier sind wir sehr froh darüber, dass das Solarpaket hier ein eigenes Auktionssegment geschaffen hat. Das war ja eine Empfehlung langjährig. Das wird dazu beitragen, dass hybride PV-Anlagen, Agri-PV, Parkplatz-PV vorankommen werden, weil sie natürlich im Wettbewerb mit normalen Freiflächenanlagen keine Chance haben. Es ist wichtig, wäre jetzt auch im Bereich Floating-PV da noch die doch übermäßigen naturschutzrechtlichen Anforderungen zu nehmen und das der Einzelabwägung vor Ort zu überlassen. Die nächste Frage stellt für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Andreas Lenz. Liebe Frau Vorsitzende, meine Frage richtet sich an Herrn Strohmeier zunächst mal. Sie haben vorher gesagt, dass bei den Freiflächen darauf zu achten wäre, dass die Flächen dann aus Landwirtschaftsflächen
eingestuft werden. Könnten Sie da noch mal sagen, wo das genau dann gesetzlich zu regeln wäre? Das ist die erste Frage an Sie. Die zweite Frage betrifft die Frage der Ausschreibungsvolumina beim Segment Agri-PV, Floating-PV und eben auch Moor-PV, Parkplatz-PV. Die sind ja relativ homöopathisch angesetzt. Können Sie da einfach ein bisschen was sagen, wie man das vielleicht anders machen könnte? Vielen Dank. Herr Strohmeier. Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Zunächst zum zweiten Teil der Frage, zur Agri-PV. Ja, die Absenkung auf 300 Megawatt im Jahr 2024 kommt bei einer Volumenkürzung gleich und mit 50 Megawatt-Anlagen dann sind es halt nur ein paar. Also die Planungssicherheit ist nicht sicher gegeben durch diese Volumenkürzung. Möglicherweise war das etwas zu viel. Gerade wenn man auch denkt, dass sich das Segment dieses Volumen mit der Parkplatz-PV und den Floating-PV-Anlagen teilt. Beim Thema Einwanderung ins Agrarrecht, da ist tatsächlich eine sehr große Baustelle entstanden. Und die hat damit zu tun, dass bei der Umsetzung dieser Mindestkriterien, die Nummer 2, also die 2a und b, die Maat- und Maatgutabfuhr, aber auch die Beweidung mit Tieren, ein Teil des Mindeststandards sein kann. Und wenn Sie in einem Solarpark, der geeignet ist, das Maatgut mähen, das Maatgut abfahren, dann ist das Landwirtschaft. Leider ist das rechtlich keine Landwirtschaft, weil im Paragraph 12 gab Direktzahlungsverordnung diese Art der Flächenbewirtschaftung, also biodiversitätsfördernde Landwirtschaft in Solarparks, nicht als hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzung aufgeführt ist. Und das muss man ändern, denn sonst kann man zum Beispiel auch keine Nachweise erbringen, dass ein Landwirt damit beauftragt wurde, das Maatgut abzufahren, was in der Gesetzbegründung als Nachweis erwähnt wird. Weil dieser Nachweis, weil das ist verbunden mit einem Landpachtvertrag, den Sie mit dem Pächter abschließen müssen. Und der geht nun mal nur auf Landwirtschaftsflächen, dass man den abschließen kann. Deshalb ist es dringend geboten, im Paragraph 12 gab die Direktzahlungsverordnung, die hauptsächlich landwirtschaftliche Flächennutzung in der Art zu ermöglichen, dass auch die artenvielfaltsfördernde Flächenpflege in geeigneten Solarparks eine hauptsächlich landwirtschaftliche Flächennutzung ist. Vielen Dank. Ich rufe auf erneut Katrin Uhlig für Bündnis 90 Die Grünen. Ganz herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich zunächst an den BDEW, aber auch an die Stiftung Umwelt-Energierecht. Und zwar, ob Sie noch mal ausführen können, welche Beschleunigungsmaßnahmen im Windbereich gerade im Solarpaket 1 jetzt noch zu finden sind zusätzlich und wie Sie diese bewerten würden und ob damit der EU-Rahmen völlig ausgestopft ist. Dankeschön. Frau Ramoui-Lacan, bitte. Vielen Dank. Wir begrüßen die Verlängerung der Umsetzung der EU-Notfallverordnung, vor allem im Bereich Windenergie an Land, mit der Erklärung der Windenergiebestandsgebiete zu Beschleunigungsgebieten. Wie schon im Eingangsstatement erwähnt, muss auch der zügig im parlamentarischen Verfahren dann umgesetzt werden, damit das auch am 21. Mai dann erlassen werden kann. Muss ich auch darauf noch hinweisen, dass nicht alle dass die Forderungen dann nicht für alle Energieträger eins zu eins sind, zu übertragen sind. Und zwar die Regelungen für Windenergie an Land und Windenergie auf See dann sich unterscheiden. Und der Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bereich Windenergie auf See tatsächlich keine großen Beschleunigungspotenzial hat. Wir sehen hier eher Planungsunsicherheit für den Betreiber, aber auch ein Problem bei der Akzeptanz, weil für den BDEW ist auch muss dann Klimaschutz und Artenschutz im Einklang gebracht werden. Und wir gehen davon aus, dass es dann auch andere wichtigste und dringlichste Instrumente, um den Ausbau der Windenergie auf See zu beschleunigen, dann denke ich gerade an Repowering-Regelungen, aber auch Netzausbau und Transparenz im Geburtsverfahren. Unser Vorschlag wäre eben die Pflicht zum Verzicht auf die Umweltverträglichkeitsprüfung in eine Kernregelung umzuwandeln. Hier haben wir auch schon Stellung genommen am 14. Februar. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass der Projektträger immerhin sich dann für eine Umweltverträglichkeitsprüfung ausspricht. Und für die Solarenergie sehen wir bisher in der jetzigen Regelung kein Beschleunigungspotenzial und raten deswegen auch von einer jetzigen Umsetzung der RED3 ab. Herr Müller.
Ich konzentriere mich auf den Gesetzentwurf zum Windseegesetz. Scheint es mir eine Reihe von Missverständnissen, was die Beschleunigungsgebiete angeht, zu geben, aber das an anderer Stelle. In diesem Gesetzentwurf sind ja zwei Regelungen vor allen Dingen drin. Die Verlängerung der Notfallverordnung, das ist geregelt und schafft vorübergehend Freiräume. Wichtiger ist tatsächlich die Anschlussregelung aus der erneuerbaren Richtlinie, die eine dauerhafte Überführung bereits ausgewiesener Flächen zu Beschleunigungsgebieten macht. Das hat eine langfristige Perspektive auch für Repowering auf bereits ausgewiesenen Flächen und bebauten Flächen. Und insofern ist das ein wichtiges Element, was eben fristgerecht jetzt auch umgesetzt werden muss. Vielen Dank. Ich danke auch und rufe auf Herrn Cottré für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Schröder. Sie sagten ja, günstige Speicher sind flexible Lasten. Sie meinen damit natürlich nichts anderes als jetzt Umkehrung der Marktwirtschaft, also Strom nur dann, wenn er produziert wird, aber nicht, wenn er gebraucht wird. Flexible Lasten bedeutet ja einfach nur Abschaltung, Stromabschaltung. Ja. Sie sagen, Sie können das so ein bisschen schieben oder sowas. Sie sagen, Sie wollen also die E-Mobilität auch nutzen, um dann eine Speicherkapazität zu haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also E-Autos. Soll ich einmal erklären, was ich meinte damit vorher? Also ich meine damit keine abschaltbaren Lasten, ich meine damit, dass Sie warten, wenn Sie ein Elektroauto beladen wollen, zu einem Zeitpunkt, wo besonders viele Erneuerbare da sind. Das heißt, Sie verschieben den Verbrauch. Genau, das heißt okay. Im Umkehrschluss, Sie haben nicht dann Strom, wenn Sie es eigentlich brauchen, Sie müssen es verschieben. Nein. Sonst funktioniert das ja nicht. Deswegen das ist, ja das flexibel. Das ist weder mathematisch noch inhaltlich richtig. Man braucht ja keine flexiblen Lasten, wenn man immer Strom zur Verfügung hätte. Aber genau das ist ja Wesen der Energiewende, dass eben das nicht der Fall ist. Soll ich es erklären? Aber, Moment. Herr Schröder, ja. Kleinen Moment. Vielleicht nochmal dann doch zur anderen Frage. Sie sprachen dann auch von unschlagbaren Kosten. Damit meinen Sie sicherlich nur die Grenzkosten. Wir wissen alle, die Erneuerbaren sind teurer als die konventionellen. Also selbst wenn die Grenzkosten null sind oder überhaupt die Gestehungskosten null wären, dann kommt ja noch der Netzausbau dazu, 8 Cent. Dann kommt das hinzu, was man direkt subventioniert, früher EEG. Dann kommen also die Netzeingriffe hinzu mit vielen anderen. Da sind ja die Kosten noch mal drüber. Weshalb sagen Sie dann, das sind unschlagbare Kosten? Herr Schröder? Ja. Also erstmal müssen wir uns darauf einigen, was wir meinen mit flexiblen Lasten. Das, was Sie, wovon Sie ausgehen, ist, dass Sie sagen, hey, ich habe 2000 Stunden im Jahr Wind, aber ich habe 8760 Stunden im Jahr, da brauche ich Strom. So, das gehe ich erstmal mit. Genau. So, solare Produktion sehr ähnlich. Jetzt geht es doch darum, mal zu gucken, okay, es gibt einen Fernseher, da gebe ich Ihnen recht, da möchte ich Strom dann haben, wenn ich ihn konsumiere. Das heißt, damit bin ich nicht bereit, meine Dienstagabendsendung zu verschieben. Ja, würde ich auch nicht machen. Wenn Sie aber sich eine Wärmepumpe angucken, wenn Sie sich ein Elektroauto anschauen, dann ist es in der Tat so, dass es für Sie in Frage kommt, dieses Auto anders zu beladen, die Wärmepumpe anders zu betreiben, ohne jegliche Einbußen für den Verbraucher oder die Verbraucherin. Das heißt, Sie können sehr wohl, wenn Sie das jetzt mal extrapolieren auf Millionen Gebäude, Millionen Wärmepumpen, Millionen Elektroautos, aber auch schon bestehende Stromspeicher, die ja heute schon bezahlt sind, die ja schon Verbraucherinnen und Verbraucher in ihren Häusern stehen haben, dann können Sie natürlich immer dann, wenn viel Wind da ist und die Grenzkosten in der Tat nahe null nicht, aber im niedrigsten Centbereich sind, also auch günstiger als alle fossilen zurzeit am freien Markt, dann können Sie die dann einfach benutzen. Und das senkt die Durchschnittskosten. Momentan haben wir das Schlechteste aus beiden Welten. Wir haben auf der einen Seite das Problem, dass wir noch Standardlastgänge verwenden und alle Strom immer zum selben Preis benutzen dürfen. Das heißt, wir haben zwei Kraftwerksparks. Das eine ist ein flexibler Erneuerbarer und das zweite ist ein fossiler. Der fossile verliert Betriebsstunden durch immer mehr Erneuerbare und wird dadurch unwirtschaftlicher. Und der Erneuerbare. Herr Schröder, ich bitte Sie, zum Ende zu kommen. Genau, aber long story short, die Preissignale müssen her und dann haben Sie auch den gewünschten Effekt. Vielen Dank und ich rufe auf Konrad Stockmeier für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich werde meine Frage an Philipp Schröder richten und möchte noch mal in Erinnerung rufen, das Fantastische an der Effizienz eines Marktes ist, dass man Dinge dann kaufen kann, wenn sie besonders billig sind und wir jetzt auf ein Energieversorgungssystem zusteuern, in dem das auch viel mehr möglich sein wird, als es das je war. Herr Schröder, in meinem Wahlkreis Mannheim ist einer der bedeutendsten, ein sehr innovativer Sensorenhersteller, Peppal und Fuchs, beheimatet, dessen CEO in einem Interview jetzt am Samstag im Vorfeld der Hannover Messe auch noch mal sagte bezüglich Standortbedingungen für Deutschland,
Aus Sicht der wirklich innovativen, durchaus auch mittelständisch geprägten Wirtschaft ist es völlig sinnlos, sich gewissen Preisentwicklungen von China entgegenzustemmen. Die Stärken des Wirtschaftsstandorts Deutschland, die es unbestrittenermaßen gibt, die wir haben und ausbauen können, die liegen woanders. Beispielsweise in Technologievorsprüngen, in der Spezialisierung auf bestimmte Elemente in der Wertschöpfungskette. Wenn wir diese Argumentation auf die Solarwirtschaft in Deutschland in ihrer Kooperation mit Partnern in Europa und bei freiheitlichen Staaten in der ganzen Welt übertragen, wo sehen Sie da Potenziale für die deutsche Solarindustrie? Die perfekte Frage für 1 Minute und 40 Sekunden. Also grundsätzlich können wir aus unserer Perspektive sagen, dass die Stärken der europäischen, aber auch der deutschen Wirtschaft sicherlich nicht in der vorgelagerten Wertschöpfungskette im Modulbereich liegen, weil die gibt es hier einfach nicht. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Das heißt, diese sehr emotional geführte Debatte und auch aus unserer Sicht richtige Debatte, wie kann man Arbeitsplätze in Deutschland in der Fertigung von Modulen schützen, das ist einmal eine Frage, was haben wir tatsächlich überhaupt heute da? Sind wir überhaupt wettbewerbsfähig? Wir würden sagen, das ist zum heutigen Zeitpunkt, sind schlicht und ergreifend die vorgelagerte Wertschöpfungsketten nicht da, um in einem Maße, wie wir es bräuchten, die Produktion anzukurbeln. Was nicht heißt, dass man nicht am Rande das trotzdem tun könnte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und der ist viel interessanter, ist, dass die Module eine Einmalanschaffung sind. Das, was interessant ist und was gerade passiert ist, es entsteht ein neues Energiemarktdesign, es entsteht ein neuer Energiemarkt und dort gibt es auch sehr, sehr viel Intellectual Property, also Software, Elektrotechnik. Also wir arbeiten mit Betrieben wie Stiebel Eltron, Mannekes, das sind deutsche Betriebe, die in diesen Bereichen sehr wohl wettbewerbsfähig sind und die Vernetzung dieser Systeme und die Betrachtung der Systeme als eine Einheit. Dort hat, glaube ich, Europa und auch die deutschen Hersteller immer noch eine sehr gute Positionierung. Im Übrigen nicht nur in Deutschland. Wir sind selber in 7 Märkten aktiv. Das heißt, bei der Elektrotechnik, bei dem Energiemanagement, bei cybersecurer, resilienter Informationstechnologie, um diesen Energiemarkt zu orchestrieren, dort gibt es ein riesiges Potenzial. Genau, und dort ist, glaube ich, auch deutsche Ingenieurskunst genauso gefragt. Vielen Dank, Herr Schröder. Und ich starte mit Bengt Bergt aus der SPD-Fraktion die dritte Runde. Wieder 3 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und ich muss hier in Teilen leider etwas widersprechen. Ich halte es da eher mit Manfred von Brauchitsch. Ohne Kampf kein Sieg. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dementsprechend muss man manche Kämpfe aufnehmen, auch wenn sie aussichtslos erscheinen. Man könnte ja gegebenenfalls auch gewinnen. Und gerade wenn es um die technologischen Vorsprünge geht und wenn man sich die anschaut, was gerade zum Beispiel mit VW passiert ist und in China, ich glaube, dann sind die technologischen Vorsprünge schneller weg, als sie da sind. Dementsprechend sehe ich das ein bisschen differenzierter. Ich möchte aber konkret auf die Frage eingehen, und zwar an Herrn Guido Erhardt zum Thema Biogas. Sie hatten ja schon gesagt, die spielen natürlich dank der Flexibilität eine große Rolle und sind halt auch ein sehr wichtiger Punkt für die Energiewende. Vor welchen zentralen Herausforderungen steht die Branche derzeit? Da gibt es natürlich preisliche, auch räumliche Verteilung. Und vielleicht können Sie noch mal einen kurzen Hinweis geben zum Thema, wie die Perspektiven aussehen, dass es ja nicht nur Biogas, sondern auch Methan gibt und die Möglichkeit, synthetische Gase daraus herzustellen, gegebenenfalls, was auch die Netzausbaukosten betrifft. Ja, vielen Dank. Das ist auch eine großartige Frage für 2 Minuten. Also großen Herausforderungen, das Thema Ausschreibungsvolumen oder Anschlussperspektiven nach Auslaufen des EEGs haben wir angesprochen. Zweiter Punkt ist das ganze Thema Flexibilisierung. Also das ist, glaube ich, auch wie bei anderen Technologien, haben Inflation und gestiegene Zinsen zu extremen, sagen wir mal, Steigerungen oder der Investitionskosten geführt für die Flexibilisierung. Also da muss es Anpassungen im EEG geben. Einfach die stockt die Flexibilisierung, da gibt es Nachholbedarf. Ein weiterer Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema der steigenden Anforderungen und Zertifizierungspflichten, also die Biomasse-Strom-Nachhaltigkeitsverordnung ist so das Schlagwort und da geht es weniger um die Nachhaltigkeitsanforderungen, sondern mehr um die Zertifizierung. Das gibt es also kafkaeske Stories aus unserer Mitgliedschaft, was man alles machen und nicht machen kann und was man da pleite gehen kann. Also da, die muss jetzt überarbeitet werden im Rahmen der RED3-Umsetzung. Also da würden wir uns wünschen, einen aktiven Dialog zwischen Bundesregierung und der Politik und Branche, dass man sich da gut Zeit nimmt, um das praxisgerecht zu machen und auch mit verhältnismäßigen Situationen, dass da alle Beteiligten gut mitleben können.
Das hat doch in einer Minute gut geklappt. Nachfrage. Sehr gerne, würde ich gerne eine stellen. Erstmal zum Thema synthetische Gase. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wie kann sich das komplementär verhalten? Und zum anderen gibt es ja schon Umschichtungen der nicht bezuschlagten Biogas- oder Biomethanvolumina auf die Biogasausschreibung. Wie bewerten Sie den Mechanismus? Reicht der aus? Muss da noch nachgesteuert werden? Ja, dann machen wir erst die zweite Frage. Also es wird ja nicht das gesamte Volumen übertragen, sondern nur 29%. Und also im EEG sind 600 Megawatt vorgesehen für Biomethan pro Jahr. 29% wäre 174 Megawatt, die maximal pro Jahr übertragen werden. Also es gab ja bisher noch kein einziges Gebot in den Biomethan-Ausschreibungen lange. Das heißt, wir können schon damit rechnen, dass wir erstmal diese 174 Megawatt verbuchen können. Das ist allerdings auch, um das mal in die Relation zu setzen, wir gehen davon aus, dass wenn man die Biogasanlagen konsequent flexibilisiert, dann kann man 12 Gigawatt in 2030 erhalten. Das entspricht einem Ausschreibungsvolumen von 1800 Megawatt pro Jahr. Mit der Erhöhung um 174 sind wir in den nächsten Jahren bei knapp 500. Also selbst wenn sich keine Biomethananlage bewirbt, sind wir weit unter einem Drittel. Vielen Dank. Dr. Andreas Lenz von der CDU-CSU-Fraktion. Danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich im Anschluss an Frau Rossek vom Hauptstadtbüro Bioenergie. Und ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht auch noch mal darauf eingehen, dass unter Umständen ja diese Fokussierung auf Biomethan den Anlagenbetreibern relativ wenig bringt im Moment und was aus Ihrer Sicht gemacht werden müsste, damit tatsächlich die Biomasse eine Zukunft hätte. Danke. Frau Rossek. Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, Sie spielen ja auf die Biomethan-Ausschreibung an. Die andere, die reguläre Ausschreibung, an wer jetzt gehört ist, war vielfach überzeichnet. Beim Biomethan hatten wir genau die andere Situation. Da hatten wir nämlich sage und schreibe null Bieter. Das sagt ja eigentlich schon alles. Die ist in ihrer Konzeption offensichtlich am Markt vorbei designt worden. Das heißt, dieser Zuschnitt auf die reine Spitzenlastbereitstellung sozusagen ohne Wärmeauskopplung findet eben im Markt keinen Anklang. Und auch die Ausweitung, die jetzt vorgenommen wurde, das hatten wir auch gefordert, dass man es nicht nur begrenzt auf die Südregion, wird vielleicht eine Handvoll Bieter vielleicht noch hervorbringen, aber ändert eben einfach nichts daran, dass das Geschäftsmodell hier eben an der Stelle absolut nicht stimmig ist. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen schon gemacht, wie man die Biomethan-Ausschreibung noch mal sozusagen ins Laufen bringen könnte. Allerdings, zwei Herzen wohnen dann natürlich auch in unserer Brust, weil wenn wir die Biomethan-Ausschreibung stärken, dann schwächen wir wiederum sozusagen das Ausschreibungsvolumen für die andere Ausschreibung. Und da sehen Sie schon sozusagen den Zielkonflikt, den wir hier eben insgesamt haben. Wir wollen eben die Biomasse, wir wollen das Biomethan einsetzen, wir wollen synthetische Gase eben vielleicht auch daraus erzeugen, wir wollen vielleicht noch mit CCS dann auch arbeiten und irgendwie CO2-Abscheidung aus der Biomasse auch noch vornehmen. Es gibt ganz, ganz viele Aufgaben, die hier in der Zukunft warten und stattdessen wird einfach konsequent abgebaut. Also bei der Biomethan-Ausschreibung, wir könnten noch die Volllaststunden wieder hochfahren, dass eben auch noch eine Wärmeauskopplung möglich ist, also eine Rückbesinnung wirklich auf die KWK, die eben aus biogenen Quellen eben auch ganz besonders klimafreundlich natürlich auch hergestellt werden kann. Und insgesamt würde ich gern einfach noch mal sagen, Herr Erhardt hat ja schon die wesentlichen Stellschrauben genannt. Ich könnte jetzt diese Reihe noch nahezu unendlich fortsetzen. Wir haben einfach einen riesigen Reformstau, den wir vor uns hertragen. Jahrelang hat man doch immer wieder andere Themen zunächst mal in den Fokus gerückt und dann auf den letzten Metern so ein bisschen was zur Biomasse, ich sag mal, geflickschustert. Das muss ein Ende haben. Das wird der Komplexität dieses Themas einfach nicht gerecht. Und ja, ich hoffe einfach nach dem Solarpaket dann jetzt auf ein Biomassepaket. Vielen Dank, Frau Rostek. Ich rufe jetzt Frau Katrin Uhlich für Bündnis 90 Die Grünen auf. Ganz herzlichen Dank.
Ich würde meine Frage an den BNE richten. Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, dass es dringend geboten ist, auf einfache Art und Weise den Verbrauch und die Erzeugung vor Ort besser aufeinander abzustimmen. Sie beziehen sich da auf die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Inwieweit bewerten Sie aber das gesamte Solarpaket mit Blick darauf, gerade was auch Gewerbe angeht? Könnten Sie dazu was ausführen? Und ich hatte das Gefühl, Herr Müller war ein wenig zeitlich eingeschränkt und vielleicht, wenn noch Zeit übrig ist, könnte er seine Ausführungen zu den Beschleunigungsgebieten noch ergänzen. Danke. Wir versuchen das, Herr Strohmeier zuerst und dann Herr Müller. Sehr gern. Vielen Dank für die Frage. Das Solarpaket enthält ja tatsächlich einige Maßnahmen, die, wenn man sie zusammendenkt, wirklich für den Gebäudebereich in den verschiedenen Größenklassen sehr sinnvoll sein können. Das ist angefangen von den einfachen Regeln zu den Balkonkraftwerken. Das ist tatsächlich, glaube ich, recht praxistauglich gelungen. Geht weiter mit der verbesserten Anlagenverklammerung. Also diese Regelung, dass zwei Anlagen auf einem Dach sind, das wird, wenn diese Regelung mal gut verstanden wird, auch zu Vereinfachungen führen, geht dann aber auch in diese größeren Leistungsklassen, also mit den Anlagen, die 100 bis 400 kW haben und dann eben über die unentgeltliche Abnahme auch einfacher ans Netz gehen können. Was aber als nächste Aufgabe dringend nötig ist, ist abzusichern, dass solche Projekte auch massentauglich funktionieren können. Und das gerade ein bisschen im Hinblick auf das Energy Sharing, das oft in der Diskussion ist und durchaus eine sinnvolle Erweiterung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung sein kann, dass man hier wirklich prüft, dass man nicht Pilotprojekte umsetzen muss, sondern eher einfache Standardvarianten sichern kann. Und den Rest der Zeit gerne an Herrn Müller. Herr Müller. Vielen Dank. Wir haben auf der europäischen Ebene in der Erneuerbaren Richtlinie ja einen Systemwandel, der anerkennt, dass wir nicht alle Ziele immer auf ein und derselben Fläche erreichen können. Das ist die Idee der Beschleunigungsgebiete. Eine Sphärentrennung zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energien auf der einen Seite und dem Arten- und Naturschutz auf der anderen Seite, soweit sie nicht vereinbar sind. Das kommt aber erst mit der Ausweisung neuer Flächen. Das dauert eine Zeit und deshalb sind die beiden Regelungen, die jetzt in diesem Gesetzentwurf enthalten sind, wichtig, um keinen Fadenriss zu erzeugen. Wir haben schon mit der EU-Notfallverordnung der sogenannten die Regelung, dass bei Genehmigungsverfahrensbeginn vor dem 30. Juni 2025 in der jetzt verlängerten Variante bestehende Ausweisungen in Frage kommen. Und mit der Neuregelung, die jetzt dazukommt, werden diese bestehenden Flächen dauerhaft für dieses Verfahren gesichert. Und wir können die Zeit überbrücken, die wir mit dem Windenergiebedarfsgesetz für 2027 erst für die Neuausweisung festgesetzt haben und hier eine nahtlose Regelung sicherstellen. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und rufe Herrn Contré von der AfD-Fraktion auf. Ja, nochmal zu Herrn Schröder. Frau Veronika Grimm, also Wirtschaftsweisen, sagte ja, also die Stromkosten werden nicht geringer. Und Sie haben es ja schon angedeutet. Wir haben jetzt zwei Systeme. Konventionelle sind notwendig und auch das wird sich ja nicht ändern. Wir werden ja auch in mittlerer Zukunft kaum Speichermöglichkeit haben. Die sogenannten Erneuerbaren, die haben 1% oder 5% gesicherte Leistung, mehr auch nicht. Aber Sie sagen nur einfach, wenn man Lasten verschiebt, kann man das handhaben. Das verstehe ich an dieser Stelle natürlich nicht, zumal ja auch der gesamte Strombedarf steigt. Wir sehen jetzt mit Oranienburg, die erste Stadt ist nicht mehr in der Lage, neue Netzanschließer zu bedienen. Und wie soll das funktionieren? Herr Schröder? Ja, also ich glaube, es ist ziemlich simpel. Ich versuche es nochmal zu erklären. Momentan wird gesagt, wenn ein Verbraucher oder Verbraucherin sagt, sie möchte Strom haben, dann kann sie den zu jeder Zeit zum selben Fixpreis beziehen. Der wird über einen von 1897 errichteten Zähler abgerechnet einmal im Jahr und so wird bilanziert. Das heißt, die Kundinnen und Kunden sind aus Sicht der Energieversorger alle gleich zu bilanzieren. Man kann gar nicht sagen, wann die eigentlich Strom verbrauchen. So wird heute Strom eingekauft. Das ist eine technische Tatsache. Und in dem Moment, wo sie wie in Schweden, Norwegen, Dänemark, eigentlich allen
vielen europäischen Ländern intelligente Zähler einbauen, können sie den Kunden ermöglichen zu sagen, schau mal, heute Nacht könntest du dein Auto deutlich günstiger laden. Warum? Heute Nacht weht Wind und da gibt es wenig Nachfrage. Also das Gesetz von Nachfrage und Angebot kommt da ins Spiel. Das heißt, das ist ja der Klassiker, am Wochenende werden Windturbinen abgestellt, weil die Industrie ist unten und keiner braucht Strom, weil alle irgendwie frei haben. Ja? Und dann können Sie solchen Preissignalen folgen. Und das werden Sie tun mit einer Autobatterie. In Schweden wird das heute schon gelebt, in den skandinavischen Ländern wird das so gelebt. Das heißt, was passiert ist, Grundlast wird reduziert, weil ja dieses Auto zum anderen Zeitpunkt jetzt geladen wird, nämlich dann, wenn es Erneuerbare gibt. Dadurch reduzieren Sie die Grundlast und gleichzeitig richten Sie diese Verbraucher aus, dann Strom abzunehmen, wenn er besonders günstig und auch besonders sauber ist. Und das macht Sinn. So, das funktioniert zurzeit in Deutschland noch nicht so gut, weil wir eben alle diese Zähler von 1897 noch eingebaut haben und nur einmal im Jahr abrechnen können. Wenn wir dieses technische Hindernis überwinden, könnten wir Kundinnen und Kunden sagen, hey, du wirst dafür belohnt, dann Strom zu verbrauchen mit deinem Elektroauto, mit deiner Waschmaschine, mit dem Trockner, also alle steuerbaren Lasten, wenn zu bestimmten Zeiten eben besonders viel da ist. Und das löst mehrere Probleme gleichzeitig, weniger Transportaufwand, weniger Verteilnetz und deswegen, das ist der Megaspeicher. Ne? Also es sind, wenn man mal 1,5 Millionen Haushalte so ertüchtigt, kommt das einer Leistung von mehreren Atomkraftwerken gleich, die sie zeitlich versetzen können. Und das ist die günstigste Art und Weise, um eben nicht jede kleine Spitze von Schleswig-Holstein nach Bayern transportieren zu müssen. Da können Sie sehr viel Geld sparen. Können wir aber gerne noch mal vertiefen. Vielen Dank, Herr Schröder. Jetzt rufe ich auf Michael Kruse für die FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Hier ist eben das Stichwort gefallen eines Biomasse-Pakets. Kann ich jetzt für die Fraktion so erstmal nicht zusagen. Wir haben ja schon eine ganze Menge Pakete, die noch kommen werden. Aber ich würde gerne dem zugrunde liegenden Gedanken eigentlich gerne aufgreifen. Denn was man sich ja überlegen könnte, ist, dass man die Maßnahmen, die hier von Seiten der Biogasvertreter eben angesprochen worden sind, dass man die auch in die Gedanken zum Kapazitätsmarkt mit reinnimmt. Also ich habe eben verstanden, wie Ihre Position ist zum Thema Flex. Ich habe verstanden, wie Ihre Position ist zum Thema, dass hier Potenziale nicht ausgeschöpft werden. Und wenn man den Gedanken, die Herr Schröder hier gerade in der letzten Antwort vorgetragen hat, sagt, wie kann man eigentlich intelligent Lasten verschieben und die Bioenergie gerade auch nutzen für die Zeiten, wo die anderen Erneuerbaren nicht ausreichend zur Verfügung stehen, dann wäre doch eigentlich die Idee, dass man möglichst viel Biomasse über eine kluge Preissteuerung mit in das in den Kapazitätsmarkt überführt. Haben Sie darüber schon nachgedacht? Wenn ja, was sind Ihre Gedanken dazu? Ladies first, Frau Rostek, und wenn sie Zeit übrig lässt, Herr Dr. Erhardt. Frau Rostek. Ja, vielen Dank. Ja, da haben wir bereits drüber nachgedacht. Wir sind vielleicht auch noch nicht am Ende dieser Gedanken angekommen, aber ich kann ja mal einen Zwischenstand geben. Also natürlich haben wir da sofort aufgehorcht und sehen uns da auch bis zu einem gewissen Grad, weil genau hier geht es darum, dass eben der belohnt wird, der gesicherte Leistung bereitstellt. Das wollen wir tun. Das ist unsere Rolle, die wir in der Zukunft einnehmen wollen. Kleiner Nebensatz, auch dann brauchen wir erstmal irgendwie eine Anschlussperspektive, die eben auch eine gewisse Investitionssicherheit bietet. Und das ist so ein Knackpunkt, den wir eben sehen, bevor wir jetzt, ich sag mal, Hurra schreien zum Kapazitätsmechanismus. Bei uns, wir sind keine Energiekonzerne, sondern die Betreiber von den Anlagen sind Landwirte. Das heißt, die können sich das jetzt nicht leisten, jetzt auf Eigenregie da mehrere Millionen Euro zu investieren. Und wir sind eben deswegen auf Kredite von Banken angewiesen, die eben dann auch in so einem Kapazitätsmechanismus ausreichend Sicherheit erkennen müssen, dass sie uns das finanzieren. Wir haben das Gleiche auch eben schon erlebt bei dem Thema Flexibilitätsprämie, Flexibilitätszuschlag und kennen das eben, dass trotzdem immer noch, sage ich mal, die EEG-Vergütung als Basis dann auch als ganz wichtig angesehen wird. Ein weiterer Aspekt, der uns bewegt, ist das Thema, wie werden die Spezifika der Kraft-Wärme-Kopplung hier berücksichtigt. Wenn gleichzeitig Wärme erzeugt wird und eben nicht nur Strom, dann ist die Investition eben höher auch, als wenn ich nur eine reine Verstromung aufweise. Und das muss ich eben auch in einer gewissen Art und Weise dann abbilden, dass wir quasi hier auch ein Level Playing Field quasi dann auch im Wettbewerb mit anderen Flex-Optionen haben. Und letzter Punkt zum Thema Level Playing Field, sorry Guido, ist, dass es natürlich dann auch entsprechend berücksichtigt werden muss, dass hier klimaneutrale Brennstoffe zum Einsatz kommen. Vielen Dank.
Ralf Lenkert von die Gruppe Die Linke. Frau Vorsitzende, Herr Sokolowski, Geschäftsführer der Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, beantwortete die Frage der Linken, wie sich die Zukunft insbesondere der Solarmodulproduzenten und seines Unternehmens entwickeln wird. Ich zitiere die Antwort. Sehr geehrte Abgeordnete, noch hat Deutschland eine Basis für die Produktion von Solarmodulen. Es ist vermutlich die letzte Chance, die Fähigkeit zur Produktion einheimischer Solarmodule zu erhalten. Meyer Burger verlagert große Teile der Fertigung in die USA und hat die Produktion in Freiberg eingestellt. Fast 500 Jobs sind verloren. Entwicklungsbereiche und Fertigung in Thalheim werden ohne europäische Lieferketten kaum dauerhaft bestehen. Die anderen Produzenten ringen ums Überleben. Die Glasmanufaktur Brandenburg produziert mit 320 Mitarbeitern rund 10 Millionen Quadratmeter Solarglas im Jahr und andere Spezialgläser. Eine Halbierung der Produktion wäre unwirtschaftlich, da die Gesamtkosten der Fabrik nur um 20% sinken würden. Stoppt die Glaswanne, dann ist die Millioneninvestition verloren. Schließt mit der Glasmanufaktur Brandenburg der letzte verbliebene Solarglashersteller in Europa, ist das Wissen für Solarglas in Deutschland und in ganz Europa verloren. Die Fachkräfte wandern in andere Branchen ab. Eine Wiederaufnahme der Produktion wäre ohne neue Millioneninvestitionen und ohne Fachkräfte nicht machbar. Mit Arbeitsplatzabbau, einigen neuen Geschäftsfeldern und bei Überleben der Abnehmer aus der Solarbranche können wir 2025 wieder eine schwarze Null erreichen. Eine Investition in die zweite Wanne könnte die Kosten senken. Aber es ist de facto unmöglich, unser Glas nach China zu verkaufen, selbst wenn es billiger wäre und eine höhere Qualität hat. Denn China schützt seine Produzenten. Auch Verkäufe in die USA sind kaum möglich. In ca. 15 bis 20 Jahren werden die aktuellen Module ausgetauscht werden müssen, was zu einem Entsorgungsproblem führt. Ohne einheimische Produktion gibt es keinen Absatzmarkt für Sekundärrohstoffe aus recycelten Solarmodulen. Recycling rechnet sich dann in Europa nicht. Vielleicht nimmt ja China die Altmodule gegen Geld zurück. Aber umweltfreundliches Recycling bei Solarmodulen, eine Kreislaufwirtschaft, wird es so nicht geben. Bis 2030 sollen 80% der Energie aus Solar- und Windkraft kommen. Damit werden Solarmodule zur kritischen Infrastruktur. Wollen Sie, dass 80% unserer Stromerzeugung dieser kritischen Infrastruktur dann aus China stammen und wir abhängig von chinesischen Nachlieferungen und Systemen sind? Sehr geehrte Abgeordnete, der europäische Ansatz des Resilienzbonus kommt vielleicht, aber sicher zu spät. Schutzzölle einzuführen über die Welthandelsregeln dauert rund 2 Jahre. So lange überlebt die Branche nicht. Wir brauchen den Resilienzbonus sofort für etwa 20% der zu installierenden Solarmodule. Zitat Ende. Und lassen Sie mich noch eins sagen, es ist dumm, die Abhängigkeit von chinesischem Erdgas durch die Abhängigkeit von chinesischen und vor allem von China steuerbaren Solarmodulen zu ersetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir beginnen die vierte Runde, 3 Minuten. Und Andreas Mehltreter für die SPD-Fraktion erhält das Wort. Ja, Frau Vorsitzende, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch mal Herrn Professor Müller zu fragen im Hinblick auf die Duldungspflicht im jetzigen Gesetzentwurf. Zum einen, wie Sie die jetzt getroffene Regelung zur Duldungspflicht eben im Hinblick auf die Realisierungszeiten und was man da erwarten kann, bewerten. Und dann zum anderen auch noch mal konkreter eben in Richtung der Grundstücke, die in öffentlicher Hand liegen. Dort wurde ja auf die Wegenutzungs- und Gestattungsverträge schon hingewiesen. Trotzdem ist ja dort wahrscheinlich eine Beschleunigung zu erwarten für viele Projekte. Da würde mich auch Ihre Ansicht dazu interessieren. Danke. Herr Müller. Vielen Dank. Die Regelungen in Paragraphen 11a und 11b Erneuerbare Energiengesetz sollen in der Tat zu einer Beschleunigung führen, indem bestimmte Hindernisse beseitigt werden. Diese Hindernisse bestehen aus potenziellen Vetopositionen, die einzelne Grundstückseigentümer einnehmen können, die sie, wenn sie rein vertraglich über ihr Grundeigentum verfügen, ausspielen können. In dem Moment, in dem eine gesetzliche Duldungspflicht vorliegt, besteht diese Vetoposition nicht mehr. Es gibt noch einen zweiten Punkt zu der Realisierungsfrist, und das ist die Kosteneffizienz dieses Ansatzes.
Die gesetzliche Regelung führt dazu, dass ein gesetzlicher Wert für die Gegenleistung bestimmt wird. Ich kann also nicht meine Veto-Position ausspielen, indem ich den Preis nach oben treibe. Und Frau Wilken hat in ihrem Eingangsstatement das auch schon deutlich gemacht. Sie hat gesagt, der Wert, der im Gesetz festgelegt ist, ist viel geringer als die Einnahmen, die man generieren könnte. Nur diese Kosten müssen irgendwo volkswirtschaftlich getragen werden. Am Ende des Tages ist das eine Umverteilung von der Allgemeinheit zu einzelnen Grundstückseigentümern. Und der Gesetzgeber ist gut beraten, wenn er hier einen fairen Ausgleich definiert. Insofern haben wir zwei Aspekte bei diesen Regelungen. Es geht um die Beschleunigung, weil bestimmte Hemmnisse nicht umgangen werden müssen. Und es geht um Kosteneffizienz des Ausbaus, indem bestimmte Leistungen nicht aufgrund einer quasi Monopolstellung ausgenutzt werden können. Und beide Dinge sind wichtig, sowohl bei den öffentlichen Grundstückseigentümern als auch bei den privaten. Und insofern sollte die Verengung der Regelung nochmal überdacht werden, vor allen Dingen, weil im Energiewirtschaftsgesetz mit § 48a ja schon eine Duldungspflicht für das Überfahren beim Netzausbau geschaffen wurde und dort diese Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Grundstücken gerade nicht getroffen wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. Von der CDU-CSU-Fraktion Dr. Andreas Lenz. Frau Vorsitzende, meine Frage richtet sich an Herrn Sam, aber zunächst vielleicht noch ein Punkt zu dem Vorschlag Kapazitätsmarkt bei der Biomasse. Wenn der erst 2028 oder 30 kommt, und das wurde ja eigentlich auch mit argumentiert, dann ist es eben auch für viele Anlagen schon zu spät und dann ist eine Anbietung insofern auch obsolet. Herr Sam, wie schätzen Sie das Paket ein, gerade was auch Möglichkeiten betrifft bei der Direktvermarktung? Würden Sie da noch mehr Potenzial sehen? Und auch bei der Frage von Mehrfamilienhäusern, würden Sie da noch Vorschläge haben? Ja, vielen Dank für die Frage. Also insgesamt bewerten wir das Paket als einen guten ersten Schritt. Weitere Dinge müssen folgen. Es war ja immer die Frage, warum auch bei Gewerbeimmobilien teilweise Dachflächen ungenutzt bleiben von großen Gewerbeimmobilien. Das haben wir ja auch versucht in der Stellungnahme auszuführen. Steuerliche Hemmnisse andere. Bei der Direktvermarktung ist die Grenze letztlich schon auch historisch gewachsen und eher vom Netzbetrieb her gedacht. So, und wir sehen das auch in anderen Feldern der Energiepolitik, Netzanschluss, Fernwärme. Wir müssen auch die Interessen der Akteure hinter dem Zähler, also der Abnehmer, mehr berücksichtigen. So, und es geht um den Netzausbau und da können wir im Grunde keine Potenziale verschenken. Das Problem sozusagen von der Direktvermarktungsgrenze ist letztlich, dass diese marginalen Restmengen, wenn ich einen sehr hohen Eigenverbrauch habe, denken Sie jetzt an einen kühlungsintensiven Supermarkt beispielsweise, die sind einfach extrem unattraktiv für die Direktvermarktung. Das heißt, Sie finden kaum jemanden, der Ihnen die abnimmt bei der 100 Kilowatt Peak Grenze. Die Gebühren von den Direktvermarktern sind teilweise höher als die Erlöse für diesen grünen Strom, den Sie ja produzieren wollen. Und das führt in der Konsequenz eben zu einem unerwünschten Effekt, nämlich dass diese Anlagen zu klein dimensioniert werden, typischerweise dann eben auf 99 Kilowatt Peak. Und damit sind sie zu klein und bringen auch einen zu geringen Anteil für die Energiewende oder Beitrag. Dieses Potenzial verschenken wir gerade. Und wir glauben eben, dass man mit einer gewissen Anhebung dieser Grenze oder Flexibilisierung in den Bereichen, die wir aufgezeigt haben, eben wenn ich einen großen Eigenverbrauch habe oder auch wenn es Mieterstrommodelle gibt, die ja dann auch mieterseitig die Dinge abnehmen, den Strom, was ja von der Dezentralität des neuen Energiesystems genau gewünscht ist, dass es dann auch gerechtfertigt ist, diese Grenze auch anzuheben. Denn das würde letztlich auf die reale Netzbelastung abstellen und die entsteht ja nur dann, wenn ich tatsächlich einspeise. Das heißt, wenn ich dezentral oder einen Eigenverbrauch habe oder der Mieter das abnimmt im Gebäude, in der ganzen Struktur, dann benutze ich das Netz ja gar nicht. Und das ist eben das Argument, weshalb wir das für gerechtfertigt halten. Vielen Dank. Dankeschön fürs Protokoll, Herr Sam war das. Jetzt für Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Uhlig.
Ganz herzlichen Dank. Ich würde meine erste Frage an den BDEW richten. Das Solarpaket 1 soll ja ein Bürokratieabbaupaket sein. Wo sehen Sie das umgesetzt? Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht machen es leichter, erneuerbare Energienanlagen anzuschließen? Und an welchen Stellen würden Sie sich wünschen, dass weiter Bürokratie noch abgebaut wird? Und zweiter Teil geht an den WWF. Sie sagen, dass Sie einen Solarstandard sich wünschen würden. Was für Vorteile versprechen Sie sich daraus und warum fordern Sie dies? Danke. Frau Ramaoui, Clacon, bitte. Vielen Dank für die, Frage, Frau Ulich. Wir haben immer für eine Umwandlung der Opt-in in der Opt-out-Regelung plädiert im BDEW. Und deswegen begrüßen wir das auch sehr, dass es jetzt diese benachteiligten Gebiete, also Gebiete, in denen eben die Bodenwerte geringer sind, endlich auch bundesweit geöffnet werden. Und wir möchten dann auch noch unterstreichen, dass das auch wirklich großer Bedeutung für den gesamten Zubau auch hat. Ja, weiterhin gab es dann auch noch Korrekturänderungen beim Energiefinanzierungsgesetz. Und da möchten wir auch noch an dieser Stelle ausdrücklich die Aufnahme auch kleinerer abwicklungstechnischer Punkte loben. Und weiterhin zu dem Duldungspflicht, da komme ich noch mal hier zu sprechen. In dieser Regelung war auch eine bürokratiearme Regelung dann entstanden. Und wir bedauern dann hier auch noch mal, dass diese Duldungspflicht lediglich auf öffentlichen Fläche beschränkt ist. Wie gesagt, wir haben auch von einem Beschleunigungspotenzial von mehreren Jahren für Windenergieanlagen gesprochen. Und grundsätzlich haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass dann ebenfalls für Speicher und grundsätzlich auch Wasserstoff gilt. Vielen Dank für die Frage. Ein Solarstandard ist aus unserer Sicht besonders wichtig, weil dadurch sichergestellt wird, dass der Ausbau im urbanen Raum auf versiegelten Flächen wirklich verbindlich stattfindet. Das ist einfach aus Gründen der Flächeneffizienz und der noch besseren Vereinbarkeit auch mit der Naturverträglichkeit natürlich des Ausbaus der Solarenergie geboten aus unserer Sicht. 9 von 16 Bundesländern haben unserer Ansicht nach bereits eigene landesspezifische Regelungen in einem Solarstandard, der bundesweit gilt. Hätte man sozusagen die Chance, das bundeseinheitlich zu regeln und sozusagen auch verbindlich wirklich im Grunde breitenwirksam zu etablieren. Das ist ein weiterer Vorteil, den wir uns davon versprechen. Und am Ende geht es natürlich auch darum, dass letztlich MieterInnen in Großstädten auch noch eine bessere Chance bekommen, von der Energiewende zu partizipieren, auch der urbane Raum insgesamt besser partizipieren kann. Und insofern sehen wir eigentlich so eine dreifachen Win-Situation zwischen besserer Vereinbarkeit mit Naturverträglichkeit, gesteigerter Akzeptanz und gleichzeitig die Energieziele, die wir erreichen. Vielen Dank, Herr Schmidt. Jetzt für die AfD-Fraktion Steffen Contré. Meine Frage geht an Frau Ramoy-Clacan und an Herrn Körnig. Wir haben das Thema gerade auch gehabt, Abhängigkeit von China. Nun wächst sie natürlich ständig, Solarmodule komplett. Aber selbst bei den Windindustrieanlagen haben wir ja die seltenen Erden. Ich meine, 50% der gesamten Teile kommen da mehr oder weniger aus Asien, aus China. Wie bewerten Sie da die Abhängigkeiten? Frau Ramaoui-Clacan. Also im Rahmen der auf europäischer Ebene auch geplanten Net Zero Industry Act haben wir als BDEW auch einen Resilienzvorschlag entwickelt, mit dem Ziel, grundsätzlich höhere Produktionskapazitäten auch in Europa zu fordern. Grundsätzlich sehen wir da auch die Gefahr, dass es dann diese Abhängigkeit verschärft wird. Und aus diesem Grund plädieren wir nicht nur für eine Ausschreibung, also eine separaten Ausschreibung bzw. einen separaten Segment für die sogenannten Resilienzanlagen mit zunehmender Ausschreibungsmengen, aber auch grundsätzlich die Unterstützung der ganzen Lieferkette. Also wir wollen nicht die ersten Stufen von der Lieferkette für Photovoltaikanlagen zum Beispiel unterstützen, sondern auch nachhaltig die Produktionskapazitäten erhöhen. Herr Körnig. In der Solarbranche sehen wir keine nennenswerten Abhängigkeiten von Rohstoffen im Ausland, die es verhindern würden, dass wir uns sehr viel unabhängiger hier aufstellen können. Wir sehen vielmehr, dass eigentlich von den grundsätzlichen Standortfaktoren Deutschland sehr wohl in der Lage wäre, auch Europa hier viel stärker
eine vollautomatisierte Massenfertigung aufzubauen. Das Problem ist, dass diese sehr kapitalintensiv ist und eben ein entsprechender Skalierungsvorsprung in Asien besteht. Und das ist letztendlich Folge dessen, dass Industriepolitik, das muss man hier schon mal sagen dürfen, 10 Jahre lang eigentlich nicht stattgefunden hat im Bereich der Energiewende. Und diesen Vorsprung gilt es aufzuholen. Und während dieser Anlaufphase in der Skalierungsphase, da bedarf es eben einer befristeten Unterstützung, keiner Dauersubventionierung. Es geht um eine befristete Anschubfinanzierung, die wir uns hier gewünscht hätten. Die Volkswirtschaft, die um ein Vielfaches sicherlich in ihrem Nutzen höher gewesen wäre, als die Kosten, die damit verbunden sind. Aber ja, Resilienz hat einen Preis. Und das muss sich jede Volkswirtschaft selbst überlegen, wie abhängig sie sein will. Aber hier ist es gerade so schade, weil es eben kein Naturgesetz ist, dass diese Abhängigkeit besteht. Es geht nicht um Bodenschätze, sondern es geht um eine Technologie, die gerade dadurch besticht, dass sie nicht nur überall nutzbar ist, sondern eigentlich auch überall wettbewerbsfähig produziert werden könnte, zumindest in einem Industrieland wie Deutschland. Ganz vielen Dank, Herr Stockmeier, für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich richte meine Frage an Philipp Schröder. Der Blick nach China, und das wird in der gegenwärtigen Diskussion auf eine, wie ich finde, fast merkwürdige Art und Weise oft ausgeblendet, der Blick nach China zeigt ja, dass dieser ruinöse Preiswettbewerb nicht funktioniert, weil wir doch alle mitgekriegt haben, sofern es uns interessiert, dass Solarhersteller dort jetzt auch reihenweise in die Knie gehen, weil eben dieses Geschäftsmodell nicht nachhaltig ist. Mich würde von Ihrer Seite noch mal interessieren, wenn Sie diese nachhaltige Entwicklung von Geschäftsmodellen in Deutschland, in Europa, zusammen mit freiheitlichen Partnern auf der ganzen Welt in den Blick fassen, welche Geschäftspotenziale sehen Sie da noch mal gegeben, dass Kaufentscheidungen ja mitnichten nur über den Preis laufen, sondern sowas wie Produktqualität, ganz wichtig Servicequalität, technologischer Vorsprung und selbstverständlich auch umweltfreundliche Features von Produkten und Lösungen in private Kaufentscheidungen mit einfließen. Das sind ja Punkte, mit denen man am Markt auch was machen kann. Wie schätzen Sie das ein? Herr Schröder. Also erstmal ist es eine, ganz am Anfang steht, glaube ich, eine Interessensabwägung. Auf der einen Seite ist es ja gut, wenn die Gestehungskosten von Solar- und Windprojekten so günstig wie möglich ist. Also erstmal, das ist ja erstmal der erste Punkt. Und die Volkswirtschaft, aber auch, sage ich mal, die Akzeptanz von der Energiewende in der Mobilität und auch in der Wärme lebt von günstigen Energiekosten. Das heißt, es ist erstmal schon mal die Frage, muss man stellen, was will man, also was ist wichtiger? So, wenn man die Frage, muss jeder für sich selber beantworten. Dann ist der zweite Punkt, wenn man sagt, nein, wir möchten uns das leisten, das soll passieren, ist eben die Frage, wie schnell kann denn das passieren? Und es gilt fürs Auto genauso, das Auto der Zukunft wird nicht da gebaut, wo es erdacht wird, sondern es wird dort gebaut, wo es die wettbewerbsfähigsten Wertschöpfungsketten gibt. Und deswegen gibt es ja, glaube ich, auch beim BMWK schon die Bemühungen und auch in anderen Ebenen, die vorgelagerte Wertschöpfungskette erstmal überhaupt hochfahren zu können. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, neben den Skalierungsrisiken, die es gibt, ist die Frage, auf welche Technologie setzt man. Es gibt die Perovskite-Technologie. Das heißt, auch dort gibt es ja ähnlich wie in allen Bereichen auch die nächste Generation der Technologie. Und aus zumindest meiner persönlichen Sicht ist es naheliegender zu versuchen, sich auf die vorgelagerte Wertschöpfung zu konzentrieren. Wir selbst setzen Polysilizium von Wacker Chemie ein aus Deutschland in unseren eigenen Modulen und parallel zu schauen, wie kann man einen Wettbewerbsvorteil auf der IP-Seite gegenüber den asiatischen Wettbewerbern auch zu holen. Die Idee, jetzt nachzuziehen mit vergleichbarer, insbesondere Heterojunction-Technologie, die schon heute und lange verfügbar ist, die ist eben doppelt schwierig aufgrund der eben genannten Aspekte. An dieser Stelle bleibt mir nur zu danken allen Herren und Frau Sachverständigen, von, dass Sie hier waren, dass Sie eine gute Frage-Antwort-Möglichkeit gegeben haben. Herzlichen Dank. Ihre Stellungnahmen sind alle einsehbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihr Hiersein, für die gute Anhörung. Ich schließe an dieser Stelle die Anhörung.